Jungs. Ha. Macht der Finsternis. Prost. 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 Willkommen beim Biertaucher Nummer 229. Ich hab's geschafft. Yeah. Es ist so gut, jetzt nur noch die Sponsorenmeldung. Oder das Ganze findet. Wir stellen uns vor. Okay, Sie hören heute den Horst, den Gregor, den Stefan und den Dennis. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von unseren lieben Flatterern Bernd Schlapsi und Ajuvo und außerdem von Jörg Wukonik. .com, der Internetagentur. Wukonik.com. Ja, genau. Wukonik.com. Aus die Agentur aus Österreich. Wie war es dem Jörg Wukonik gehört? Wunderbar. Mach das mal. Ja, genau. Okay, es ist heute der 3. November 2015. Ja, wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien, wo Sie uns jeden Dienstag, wenn es kalt ist, antreffen. Um 19.30 Uhr immer. Richtig, ja genau. Sofern wir nicht auf die Shownotes schreiben, dass es woanders ist oder an einem anderen Tag. Ja, da könnte man ja dann vielleicht mal ankündigen. Auch. Genau, ja. Machen wir das noch vor jetzt? Den Themen, machen wir das gleich jetzt, weil ja. Mir ist Folgendes passiert. ich habe so eine Theater, wir gehen ins Theatergruppe und die hatten die nächsten zwei Termine auf einen Dienstag gelegt und ich habe das nicht gesehen. Ja, jetzt steht mir Dantons Tod und Antigone bevor, statt Podcasten. Oder wir nehmen an einem Montag auf und dokumentieren das Ganze, aber das können wir eigentlich noch zusammensprechen irgendwie. Besprechen wir das nachher, aber wir können es ja für die Hörer mal ankündigen. Bitte halt jetzt Ausschau auf Google Plus oder auf unserer Mailingliste. Oder auf unserer Shownote-Page unter biertaucher.at. Ich werde es auf jeden Fall reinschreiben, falls wir uns nicht am Dienstag treffen, sondern die nächsten zwei Wochen könnte es sein, dass wir uns an einem anderen Tag treffen. Genau, sehr gut. Für die, die nicht hier hinkommen, ist es sowieso wurscht. Genau, ja. Wir brauchen immer drei Tage. Ja, die anderen sind zeitsouverän, ja. Das stimmt. Ja, dann reden wir über die Themenliste und bitte, das ist wirklich, das ist ja schon die Themen-Titan-Liste, die titanische Themenliste. Wir haben nämlich ein Titan-Pad zu viert eingerichtet, also beschrieben, worüber wir reden wollen. Das, ich finde, das lässt sich ganz gut. Wer liest jetzt mit getragener Stimme das Titan-Pad vor? Also ganz müde werden wir es nicht vortragen. Nein, nur so. Kurz seiner Ding, ja genau. Aber wir sind doch gerade hier zu viert und ich habe nichts reingeschrieben. Wer hat da noch was reingeschrieben? Ja, das ist die große Frage. Ein gewisser Thomas im Chat hat noch Themen vorgeschlagen. Die kann ich dann nämlich auch gleich vorlesen. Klingt verdächtig nach Thomas Berg. Ja. Hast du auch schon gemeint. Habe ich auch schon gemeint. Wow, wer weiß. Thomas, falls wir dich nicht kennen, wir freuen uns, dass du uns Themen schickst. Dankeschön, ja. Also meine Sache ist nur so klarer Touch-Themen. Ich könnte empfehlen einen Podcast namens Methodisch Inkorrekt, den ich in letzter Zeit sehr gerne höre. Dann habe ich noch immer gesehen im Akademietheater einen Tolstoi namens Macht der Finsternis. Und dann habe ich dann noch so drei Spiele. Das eine ist Red Faction Guerilla, das andere ist Remember Me und das dritte wäre die Geheimakte Tunguska. Hast du nicht vom letzten Podcast was ankündigt, wo wir dann keine Zeit gehabt haben? War ich das glaub, eh das Red Faction? Okay. Genau, das sind meine Leftovers eigentlich. Ja. Na gut, dann werde ich auch ein bisschen versuchen zu provozieren. Ich möchte ein bisschen heute über potenzielle Außerirdische in der Nähe sprechen. Über eine alternative Shell, über ein Linux-Kommandozeilentool, über Sketchnoting, wie man sich sein Hirn am besten zerbricht. Ja, damit Sie das jetzt voll mitkriegen, der Stefan tut in einem Büchlein blättern. Ja, so viele Themen hat er. Liest die Vögel aus seinem Buch dann vor. Über Ludismus. Das sollte uns Ludismus. Ja, Ludismus sollte uns ja auch was allen was haben. Nach dem Herrn Lud benannt, die Ludisten. Klingt religiös, politisch. Ja. Über Thermensteuerung. Thermensteuerung, ja, das ist gut. Ja, man dachte, nachdem niemand da ist von OS Domotics, bringe ich was über mein OS Dumpmotics. Ja. Über deutsche moderne Kunst hätte ich auch was zu sagen. Schön, perfekt. Und hast du schon die Themen für nächste Woche auch schon vorbereitet? Ja, habe ich auch schon, aber das haben wir jetzt verkündet. Okay, falls es noch nicht jemand gesehen hat, ich vermute mal nicht, in den Shownotes von Folge 228 und 227 habe ich ein paar Links unten auf die Timecodes eingebaut, sodass man draufdrücken kann und direkt an dem entsprechenden Timecode
hinkommt und es direkt abgespielt wird. Wir können stolz verkünden, dass das ab jetzt, also ab Folge 229, in jeder Shownote-Seite sein wird. Also Sie haben anklickbare Timestamps dank Dennis seinem Scripting. Großen Dank. Gern geschehen, das hat mir Spaß gemacht. Und ja, ich habe die Timecodes sind so aufgebaut, zwei Ziffern, Doppelpunkt, zwei Ziffern, Doppelpunkt, zwei Ziffern. Und nachdem ich die Themenliste bei ihm gerade gesehen habe, bin ich froh, dass ich schon bei den Stunden zwei Ziffern vorgesehen hatte. Das wäre mal zweistellig, bis zu 10 Stunden durchpodcasten. Was mir nicht aufgefallen ist, bei 228 waren die Timestamps alle mit zwei Ziffern für die Stunde und bei 227 nur mit einer Stelle. Ja, normal mache ich es nur mit einer, weil wir haben noch nie einen 9-stündigen Podcast gemacht. Noch nie, aber das kommt noch. Ich habe das Skript direkt angepasst, dass es mit beiden umgehen kann. Sehr gut. Ja, also es ist mir nur gerade eingefallen bei der Themenliste. Musste ich direkt bringen, sonst habe ich es vergessen. Ich habe nämlich auch einen Zettel gerade eben noch zusammengeschrieben, weil ich immer alles vergesse. Einmal bringe ich etwas mit. Ach, was war das nochmal? Einmal Uberspace. Dann das JavaScript-Thema habe ich schon zum Teil ein bisschen abgehakt. Und dann gerade eben hat mir jemand was gesagt, dass irgendjemand etwas über Liegeräder bei irgendwas reingeschrieben haben soll. Und da muss ich wohl anscheinend was sagen, vermute ich mal. Definitiv, sage ich mal. Dann, wenn es dich drängt. Also der Thomas hat uns nämlich geschrieben, folgende Themenhinweise. Nachdem Holgi alle seine Fahrräder verkauft hatte und LSFW deshalb schließen musste, fände ich es super, wenn eine wiederkehrende Rubrik Liegerad, Trike, Velomobil es gäbe. In Österreich, Dornbirn, findet ab 30.10. bis 1.11. das Velomobil-Seminar statt. Und das Dritte, was er noch geschrieben hat, und einen Weltrekord gibt es auch schon wieder aus Österreich. Und verweist auf eine Url, nämlich velomobilize.at. Ja. Okay, das sind Themen, von denen ich bis jetzt gerade nichts gehört habe. Sehr gut. Aber Velomobil, ich habe leider keins. Ich hätte so gerne eins, aber ich kann es mir halt noch nicht leisten. Also du wirst über Velomobil zu reden. Was sind Velomobils überhaupt? Das ist der Unterschied zum Liegerad, sind vier. Okay, Lehrräder. Kommen wir gleich einfach zu, wenn man die Darf Themen noch oder Themen sagen? Eben. Ja, Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Ja, okay, sprechen wir gleich drüber. Okay, ja. Nein, ich habe keine großen Themen, außer zu sagen, dass ich jetzt gefühlt 100 Kilo leichter bin, weil ich meine Steuererklärung gemacht habe. Die hätte ich seit Februar machen sollen oder so, oder Jahr seit Jänner. Ja, und dann hat das Finanzamt schon sehr böse geschrieben, aber ich habe einfach keine Zeit gehabt. Ich habe das International Open Magazin machen müssen und jetzt das gestern hingekritzt. Ja, und jetzt habe ich jede Menge Zeit für super coole Projekte. Wenn der Horst so brav war, dann habe ich ganz am Schluss noch eine Überraschung, ganz speziell und persönlich für ihn. Wow. Ja, hast du sie etwa verarbeitet? Dann kommt so die Maske, geht runter von Stefan. Ich arbeite nämlich beim Finanzamt. Und sonst kann ich mich ein bisschen dezent lustig machen. Der Stefan hat mir nämlich das Buch geborgt, Get Clients Now. Wie man mehr Kunden kriegt, weil ich ihn angejammert habe, dass ich so arm bin und keine Kunden habe. Und dann habe ich mich letzte Woche zuerst so lustig gemacht, amerikanisches Buch. Und jetzt so beim Aufräumen meines Schreibtisches und so habe ich dann gedacht, na, so ganz deppert ist das doch nicht, was da drin steht. Also kann ich ein bisschen drüber erzählen. Und ich war im Kino der Vater meiner Freundin. Französischer Trainer. Ja, interessant. Ja. Ich hätte ja eigentlich auch noch einen zu quetschen. Wir teilen den Podcast. Ja, wir machen dann nur Themenlisten und dann irgendwann später den Podcast. Ja, ich habe ja noch Rollen gespielt, das Cthulhu. Ja, aber das schauen wir mal. Das ist ja auch sowas wie Tolstoi, das wird nicht alt. Ja, vielleicht schaffen wir diesen zweistelligen Stil. Ja, genau. Wollen wir es heute anvisieren? Ja, weil ich hätte auch noch etwas. Ich habe nämlich Dungeons and Dragons gespielt. Yeah. Okay. Shit, das Skript kann noch keine dreistellige Stunde. Wir werden überhaupt so ständig quasseln. Also mit alle gleichzeitig parallelisieren. Ja, vielleicht startest du, Stefan, oder? Du hast so technische Themen. Genau, das ist die nördlichsten Themen. Dann fange ich mit was Technischem an, mit Thermensteuerungskontrolle. Mhm. Ich habe ein paar alte Folgen von Biertaucher gehört und das hat mich auf Ideen gebracht. Harald wird sich freuen. Nicht so sehr, um selber was Neues zu machen, sondern hat mich an was erinnert, was ich gemacht habe, was hier auch schon mal besprochen worden ist über Thermensteuerung. Da hat jemand geredet über diese Nestgeräte. Peter Schleinzer wahrscheinlich. Ja, ich glaube. Host-Technik-Podcast.
Wir haben das Problem gehabt, wir haben eine Therme in einem kleinen Häuschen, die wir auch unter Kontrolle halten müssen, insbesondere weil sie hin und wieder mal verstirbt, ihr Steuerbord hin und wieder mal kaputt geht und so weiter. Und man will halt doch wissen, besonders wenn es gegen Winter geht dann, ob es kritisch wird, was das Einfrieren angeht von der Therme und so weiter. Und ob sie noch lebt. Ob sie noch lebt und ob das Haus schon eingefallen ist. Du willst nicht 100 Kilometer rausfahren, ne? Nur um nachzuschauen. So weit ist es nicht, aber selbst wenn es nur 10 Kilometer sind, nützt nichts, wenn man nichts davon weiß, dass es vorübergegangen ist. Und das ist eine uralte Weiland-Therme. Und dann schaut man sich halt an, es kann nicht so schwierig sein, so den Thermostat, der da im Zimmer hängt, auszutauschen. Und dann schaut man sich es genauer an, dann sind da 3 Kabel, die da kommen. Fängt man mal an nachzudenken. Und nächster Schritt ist der übliche, der nächste Schritt ist dann googeln. Ne? Anfassen. Ja, Zunge. Hab dann gelernt, das ist eine 789-Steuerung. Also das ist eine proprietäre Steuerung von Weiland, eine analoge Steuerung, die über die Differenz von der Solltemperatur im Raum zur Ist-Temperatur im Raum die Therme steuert, was eigentlich recht clever ist, die Geschichte. Aber halt super proprietär. Und das Erste, was ich gefunden habe an Thermostaten, wäre eben auch dieser Nest gewesen, dieser amerikanische Thermostat, der weiß von 7, 8, 9 Thermostaten gar nichts. Darum habe ich dann ein bisschen weitergesucht und wir haben dann gefunden, was auch schon einmal hier genannt worden ist, das Tado. Das ist ein deutsches Startup, die das eben für unterschiedlichste Thermen anbieten. So, da tauscht man den Thermostat aus. Also das ist eben recht einfach. Diese 3 Drähte da abklemmen vom alten Thermostat, 9 anklemmen. Der spricht dann per Funk mit einem kleinen Device, das man ans LAN anhängt. Und dieses kleine Device, das man ans LAN anhängt, da würde man hoffen, da ist ein Webserver drauf. Nö, ist es nicht, sondern der macht dann Phoning Home zur Firma Tado. Oh, so über die macht ja das. Die hat dann den Webserver. Du zahlst mit deinem Daten. Echt schön. Da kann man sich schon dann überlegen, da hat man dann damit automatisch eine neue Sollbuchstelle sich eingehandelt, weil die eigene Internetverbindung relevant ist. Ja. Und das haben wir dann auch relativ schnell kennengelernt im ersten Jahr, weil einmal ist einmal das Tado-Device eingegangen. Die haben dann relativ schnell ein neues geschickt. Es ist auch in dem Podcast hier schon mal gesagt worden, das ist, man kann das eigentlich nicht kaufen, sondern das ist so ein Mietmodell. Da zahlt man im... Wird immer sympathischer. Im ersten Jahr. Aber es war das wirklich das Einzige, was diese 789-Steuerung hatte und das war das Problem. Und von selber was bauen, bin ich weit weg. Also da habe ich noch höhere Ziele, aber das ist auch schon alles. Da, genau, da muss ich erst lernen. Aber da habe ich auch schon einiges von euch gelernt, was das alles gibt. Also dann ist einmal das Gerät eingegangen und so weiter und so fort. Die schicken einem dann ein neues, das ist schon einmal ganz nett. Aber nichtsdestotrotz muss das Ganze überwacht werden. Und dann habe ich mir so ein kleines, ich glaube bei RS Components oder so einen kleinen Temperaturfühler gekauft, der selber einen Webserver drauf hat. Den habe ich jetzt unmittelbar neben dem anderen, damit ich schauen kann, ob der Realwert halbwegs im grünen Bereich ist. Der braucht aber auch ein WLAN dann. Der braucht ein LAN sogar, ja, weil der nicht einmal Funk hat. Und der hat ein Webinterface und dieses Webinterface scrape ich von einem NAS, das ich dort laufen habe, unmittelbar daneben und übertrage dann die Daten, also eigentlich den Temperaturwert, dann an den SEPIX, mit dem ich grundsätzlich jegliches Monitoring mache. Ich weiß nicht, ob ihr SEPIX kennt. Ist im Prinzip sowas wie Nagios oder iSinger, wie es jetzt modern ist. iSinger, nur von einer anderen Firma. Die ganze Geschichte ist auch eine Open-Source-Geschichte. Ich glaube, es ist also auf jeden Fall von den baltischen Staaten ist diese Firma, die das geschrieben hat. Und das Hübsche daran ist, du kannst das wirklich einrichten, rein vom Webinterface her. Also das ist auch so eine LAMP-Geschichte, also Linux, Apache, MySQL, PHP und kannst dann alles im Webinterface konfigurieren. Ist gedacht mit dem an und für sich mit den gleichen Anwendungszwecken wie das iSinger oder wie das Nagios, aber du kannst eben auch selber Daten dort hineinschicken und das mache ich mit so einem Client, wo ich halt vorher die Daten gescrapt habe. Also eine super komplizierte, umständliche Lösung. Aber seit dem Zeitpunkt fällt auch die Therme nicht mehr aus. Ja, schön. Jetzt frage ich nur, warum verwendest du nicht die altösterreichische Analoglösung, dass du die Nachbarin irgendwie bestichst, dass sie ab und zu reinschaut, so einmal in die Woche und dich dann anruft? Über die Nachbarn will ich nicht sprechen. Alles klar. Auch sehr österreichisches Problem. Genau. Menschliche Sollbruchstelle. Genau. Ja,
ich darf nur, weil du vorhin OS Domotik gesagt hast, der Verein heißt immer noch offiziell OS Domotik, fingiert aber unter IoT Vienna bzw. IoT Austria derzeit, und irgendwann, wenn der Kassier Zeit hat, uns zu erklären, welches Formular wir zur Polizei tragen müssen, für die Vereinspolizei, Vereinsummeldung, dann wird er IoT Vienna heißen. So. Finden die, welchen, die Treffen noch statt? Ja, mehr oder weniger regelmäßig, und vor allem morgen, aber das, wenn Sie den Podcast hören, ist schon zu spät, gibt es einen großen IoT Vienna D im Museumsquartier, und auch sonst einfach unter einer IoT Vienna oder IoT Austria schauen. Also der Stefan Hupp ist da sehr aktiv und tut sehr viel posten und immer wieder Veranstaltungen machen. Fazit war jetzt bei dir, du hast eine sehr komplizierte Lösung, die aber derzeit funktioniert. Die aber funktioniert, ja. Okay. Was ich nicht ganz kapiert habe, warum krebst du das alles nicht von zu Hause? Also warum tust du dort vor Ort einen kleinen Server lassen? Darauf habe ich wieder eine Sollbruchstelle weniger, weil ich keine Internetverbindung dorthin brauche, weil das unmittelbar dort daneben steht. Ja, aber wenn das dort steht und das krebt, aber kein Internet hat, dann weiß das ja von zu Hause aus erst recht nicht. Das weiß ich schon, weil der Monitoring-Server, das SEBIX, in einem Rechenzentrum steht, und in dem Moment, wo der die Verbindung verliert zu der Außenstelle, kriegt er keine Daten mehr und schickt mir daraufhin dann eine E-Mail. Da bist du dann gewarnt. Okay. Gut. Man wird also gewarnt. Oh, jetzt ist gerade eine Sollbruchstelle eingetreten. Mhm. Ja. Das ist beim Monitoren generell das Tolle. Also du kannst dadurch besser unterscheiden, ob das Internet nicht geht oder die Heizung nicht geht. Du musst nicht hinfahren, nur weil das Internet nicht geht. Und jetzt die obligatorische Frage, wie monitorst du das Monitorsystem? Was ist, wenn das Monitoring-System ausfällt? Naja, mit einem anderen Monitoring-System. Okay, sehr gut. Dann kennt man Archios. Ja, immer zwei Server aufsetzen, die sich gegenseitig brauchen. Und hast du auch eine Katze, die du streichelst, während du in deinem Geheimraum sitzt, wo lauter Monitore sind, wo du deine und andere Ferienhäuser von Österreichern überwachst, und zwar immer mit so einer Webcam, die 24 Stunden am Tag die Weiland-Therme oder den Thermostat zeigt? Ich glaube, du schaust zu viel schlechte Filme. Zur Information, der Herr, der da gerade gesprochen hat, sitzt neben mir, und er trägt eine rundglasige Brille und hat eine Glatze und streichelt gerade seine Katze. Und wenn du dich noch lange wenn lustig machst oder aus einem Hebel drücken und dein Sessel versinkt in einem Flammenmeer. Genau. Und da sind dann ganz viele Haie. Genau. Ja. Ich glaube, wir schaffen das 10 Stunden. Ja, ich glaube auch. Oder wir sind am guten. Okay, oder wir bleiben beim ersten Thema. Übrigens, zum Thema Thermen hätte ich auch noch etwas. Oh nein. Und zwar nur im Thermenurlaub. Nein. Ach, was ist so schön. Sehr schön. Urlaub beim Weilau. Sehr schön. Zum Thermenmuseum. Ja, war schon mal auf. Nein. Nur zum Thema Thermen. Empfehlungen und Sachen, die man sich nicht kaufen sollte. Achtet beim Kauf der Therme und beim Mieten der Wohnung darauf, dass da eine gute Therme drin ist. Also keine Sunier Duval. Wenn ihr so eine Wohnung findet, Sunier Duval, das ist ein Franzose, das ist die mit der Muschel. Ja, nie gesehen. Okay, ist, das dann hast du Glück gehabt. Muscheln, aber das war bei Demolition Man. Ja, ja, das hat schon viel von Demolition Man, diese Thermen sind grausig. Die französischen Thermen sind nicht gut, oder? Nein, das heißt nicht, die französischen Thermen sind schlecht, sondern die Thermen. Diese Thermen. Die sind grottig. Die haben vielleicht den neuesten Scheiß drin, aber die haben zum Beispiel Ventilschrauben, die sind aus Plastik, und die gehen schnell kaputt und kosten ca. 20 Euro plus natürlich den Handwerker, der sie austauscht. Und das kann mal eben 100 Euro, genau. Und deswegen Sunier Duval ganz weiten Bogen drumherum. Okay. Ich habe derzeit eine Junker, bin sehr zufrieden. Die haben auch so, ich habe mal das Ding abgeschraubt und die haben auch drei Drähte. Was die da sprechen, weiß ich nicht. Aber zumindest, es sind auch drei Drähte, und das Ding stammt aus den 80ern, dieses Steuergerät. Mhm. Die Therme selber ist neuer. Okay. Und da ist noch eine Zeitschaltuhr, wobei die Uhr selber nicht mehr läuft, weil die Zeiger sind irgendwie gebrochen oder so. Aber intern funktioniert das noch. Du siehst die Zeit nicht, aber sie tut ab und zu. Ja, also sie funktioniert noch, aber die Anzeige funktioniert nicht mehr. Okay, kann ich drauf verzichten. Ich weiß ja sowieso die Uhrzeit. Also da kann ich zu sagen, Junker, das ist übrigens Bosch,
sind nicht schlecht. Habe ich auch nichts Negatives bisher gehört. Und die Thermenwartungen sind bei Juncker auch wesentlich günstiger als bei Seigneur Duval. Seigneur Duval wollen die Thermenwartungen, die Leute, es gibt nämlich nur einen in ganz Wien, der es wirklich offiziell macht und gut macht. Und da fängt es bei 200 Euro an. Die ganz billigen um 60 Euro kann man sowieso vergessen, weil die machen alles nur ziemlich schlassig. Also lieber ein bisschen mehr Geld investieren und von Anfang was Gutes. Also Juncker, Weiland sollen ganz gut sein. Und achtet anscheinend nicht. Nein, Weiland nicht gut. Viele Teile getauscht. Und ja, also eine gute Therme. Und achtet darauf, dass es nicht der neue digitale Scheißdreck ist. Das ist nämlich auch eher klumpert. Ja, auf stabiles, altbewährtes. Ja, genau. Lieber eine analoge Therme, die sind wesentlich besser. Also wir haben eine voll analoge Therme zu Hause. Ich konnte es mir nicht aussuchen, es ist eine Wolf-Therme. Ist jetzt auch nicht so prall, weil da gibt es auch halt die Firma Wolf kann man halt kontaktieren. Mhm. Aber da muss man sich schon im Jänner irgendwie fürs Thermenservice im Jahr anwenden. Also da muss man wirklich früh dran sein, weil die sind so schnell ausgebucht. Ich werde versuchen, mal einen Freund mitzubringen, der arbeitet bei Wolf. Ja. Da erzählt man immer horrende Geschichten von den Kunden. Ja. Das kann möglich sein. Und sie funktioniert aber, also sie ist eigentlich relativ funktionstüchtig, musste noch nie was getauscht werden, aber sie ist höllenmäßig laut. Also es scheppert die ganze Zeit. Man ist ein bisschen wie, es hat einen Flair in der Küche wie auf einem Atom-U-Boot irgendwie. Also es geht so in die Richtung. Und ich versuch dann immer durch so, man kann ja den Rahmen, also da ist so ein Blechrahmen um das ganze Therm herum, ich versuche das dann immer so abzudämpfen, indem ich Sachen in die Zwischenräume reinstecke. Mit der Vibration sich anders ding. Aber es ist sinnlos. Es hilft da manchmal nur ein leichter Klaps auf der Seite, das wieder in einem nicht dissonanten Ton schummert. Ja. Ich kann nur sagen, solche Thermen, das kommt nicht vom Hersteller, diese Vibrationen. Schlecht größtenteils. Gebaut, nein, die sind zum Teil gut gebaut, aber nach der Thermenwartung tritt das meistens ein. Und der sie aufgestellt hat, nicht darauf geachtet. Also ja, wenn der hat es nicht gescheit andübelt oder Das? Ja, zusammengebaut. Weil bei der Thermenwartung wird ihr fast vollständig auseinandergenommen. Mhm. Also wenn ihr den Handwerker im Haus habt und der gerade die Therme gewartet hat, macht das Wasser an, guckt euch, hört mal hin, wenn sie vibriert oder sowas, dann sagt, Moment mal, die vibriert dort. Da stimmt was nicht. Und dann kommt ihr mit irgendwas, ja, mein Vater hat früher immer schon gesagt, wenn die Therme vibriert, da ist immer eine Schraube locker. Und es ist nie gut, das könnte ja die Pumpe sein oder sowas. Und dann spritzt plötzlich das Wasser raus. Also so zu tun, als seid ihr besonders ängstlich und wollt das Vibrieren unbedingt weghaben. Bringt den Handwerker nur dazu, das Vibrieren abzustellen. Indem er einmal mit dem Hammer auf der Seite drauf haut. Also die vibriert nicht mehr. Aber leicht klapsen tue ich schon. Also ich habe das gemacht und seitdem vibriert sie auch nicht. Das war nicht meine eigene Therme. Und eine schöne Horrorgeschichte bei Bekannten, hat die vibriert. Es kam nie so richtig heißes Wasser und zum Schluss ist die Therme ganz ausgefallen. Und siehe da, heißes Wasser kam nicht, weil die Pumpe hat zwar funktioniert, aber an einer Stelle lief das Wasser nicht ordentlich durch. Mhm. Da war irgendein Ventildefekt. Und dadurch konnte das Wasser nicht richtig durchfließen. Und was hat geholfen? Die Pumpe austauschen, weil sie war inzwischen wirklich hinüber. Und das Ventil. Und hätte man das Ventil von Anfang an ausgetauscht, wäre die Pumpe noch immer ganz gewesen. Also wenn das Wasser nicht... Hat die gegen das geschlossene Ventil gearbeitet? Oder? Ja, im Prinzip. Ne, dann geht es natürlich kaputt. Ja. Sie überhitzt dann. Das hält keine Pumpe aus. Also wenn eure Therme nicht ganz korrekt das tut, was sie sollte, unbedingt den Handwerker lieber zu früh rufen als zu spät. Mhm. Also es ist wesentlich teurer, wenn die Pumpe kaputt ist, als wenn nur ein Ventil ausgetauscht werden muss. Ja. Und auch regelmäßig reinigen lassen. Also ich empfehle das nicht, weil es geht wirklich um Sicherheit. Ja, genau, richtig. Ja. Es hat auch einen Thermenwart, also so ein Thermenwartungstyp irgendwie zu mir gemerkt. Ein sehr markiger Spruch hat irgendwie gemeint, ja, passen Sie auf, machen Sie lieber den Service, weil ein Gastod ist ein schöner Tod, aber tot ist man trotzdem. Kundengewinnung. Ist klar. Ja. Ja. Kohlenmonoxidvergiftung. Ja. Man kippt einfach nur um und schläft ein.
Also Kopfweh ist zum Beispiel schon ein Hinweis für Kohlenmonoxidvergiftung. Also nicht jeder, der jetzt Kopfweh, aber wenn man merkt, ah, ich bin zu Hause, ich habe Kopfweh, jedes Mal, wenn ich zu Hause bin, wenn ich irgendwo bin und sogar ziemlich viel trinke, ich habe keine Kopfschmerzen, aber zu Hause immer Thermenwartung durchführen. Bei Gasthermen jetzt, ja. Ja, bei Gasthermen. Elektro. Ich hoffe, es hat keiner. Ich halte mich jetzt sehr zurück, keine Debatten. Ich habe Kopfweh, Witze zu machen. Ja. 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 Haben wir noch was Nötiges? Ja, also ich kriege immer Kopfweh, wenn ich mir so Tools geben muss wie IEF-Start oder IO-Start unter Linux. Okay, ja, bitte. Konkret, ich habe das letzte Mal ein bisschen angerissen, da ging es darum zu schauen, ob auf dem Raspberry Pi auch wirklich nichts auf die SD-Karte schreibt. Das kann man überwachen mit so Tools wie IO-Start. Aber ich finde den Output extrem unangenehm zu lesen und empfehle ein Alternativ-Tool, das heißt dstat, also D und dann STAT, was sehr viel einfacher zu lesen ist, sehr hübsch konfigurierbar ist. Also es ist bei den großen Distributionen zwar nicht vorinstalliert, aber immer als Paket dabei, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe nicht ganz kapiert, was überwache ich damit? So ziemlich alles, was du alles mit IO-Start, IF-Start, also Zugriffe auf die Datenträger kannst du da. Datenträgerzugriff, also Netzwerkzugriff. Also wenn ich jetzt eine Netzwerkfestplatte habe oder wozu? Na, merkst du zum Beispiel beim Raspberry Pi, das ist ja das Problem, ja. Wenn du auf die SD-Karte hast du die Logfiles drauf, ja. Mhm. Und SD-Karten kann gehen kaputt, wenn du zu oft drauf schreibst. Mhm. Das ist so ein Anwendungsfall, da wisst du, okay, ich stelle sicher, da schreibt nichts drauf. Mhm. Dann verwendest du solche Tools. Oder es leuchtet die ganze Zeit die Festplatten leid und du willst wissen, warum eigentlich. Okay. Wer ist dann schuld, solche Geschichten. Also so Überwachungsgeschichten hinsichtlich Speichern, Lesen von Daten, Speichern entweder auf physische Devices, sprich Festplatten, SD, oder Netzwerkdevices, kann es auch lesen. Alle möglichen Sachen kann man hübsch monitoren, damit ist ein sehr, 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 sehr viel angenehmeres Interface als diese klassischen Tools, die man default mit sich installiert. Also man kann auch auf Prozessbasis schauen, welche Prozesse gerade schreiben. Ob es auf Prozessbasis geht, weiß ich auswendig nicht, weil ich nicht wollte. Ich wollte es auf Datenträgerbasis wissen und ich wollte es auf Netzwerkinterface wissen. Da geht es auf jeden Fall, aber ziemlich sicher wird es auch auf Prozess gehen. Okay. Hat auch eine riesen Manpage und so. Also IOTOP benutze ich immer, um herauszufinden, welcher Prozess gerade schreibt. Ja. Gibt es auch einen Top dafür. Ja. Okay, und du empfiehlst du dieses nochmal, wie heißt das? Dstat. Okay. Und das ist ein GUI-Tool? Nein, ist kommandozeilenbasiert, aber ist hübsch formatiert trotzdem. Also verwendet auch Farbe sinnvoll und solche Geschichten. Man kann auch so Sachen machen wie kontinuierlich anzeigen lassen oder zwar kontinuierlich anzeigen lassen, aber nur alle 10 Sekunden um eine Zeile weiter scrollen, sodass man sich das richtig schön konfigurieren haben will, auf den Anwendungszweck, den man jetzt eigentlich kontrollieren will. Schön. Das ist ganz hübsch. Ja, das ist gut. Ich mag das ja, irgendwie so Rubrik. Ich wollte ja das eine Zeit lang, ich bin aber so inkonsequent mit meinen Rubriken. Eine Rubrik Command Line Love einführen. Ja. Die schönsten Kommandozeilen-Tools, weil es ja doch so viele gibt, irgendwie, die man so im T2T-Live zusammenklaubt. Dränge ich mich nochmal rein. Ja. Nochmal Command Line, aber diesmal to the next level, also die Shell aufs nächste Level zu bringen, ist ein Tool namens Xiki, X-I-K-I. Link gibt es eh wieder wie üblich in den Shownotes. Neben mir steht gerade der Dennis an heißem Essen. Ziemlich spektakulär, aber leider nicht auf Audio zu bannen. Also ich muss sagen, das ist wirklich gerade richtig heiß, weil das ist viel Soße und die ist wirklich heiß gerade. Aber Tomatensoße. Und dieses Xiki ist eine Mischung aus einer Shell, einem Editor und einer programmierbaren Skriptsprache. Interessant. Also es ist in Ruby implementiert. Okay. Und damit frei programmierbar, aber es hat auch alle Funktionen einer Shell und eines Editors in sich. Und was ist jetzt die Kernanwendung von dem Xiki? Das weiß man eigentlich noch nicht einmal genau. Aber es kann nur viel. Es kann nur viel. Ich habe in den Notes ein kleines Video von 3 Minuten verlinkt, das ein bisschen anteast, was es so alles kann. Nur um ein Beispiel zu geben, es hat einen MySQL-Datenbank-Browser eingebaut. Weil den hat er halt auch mit einem Skript in das ein paar Minuten rausgeschrieben. Ja. Also du kannst da im Endeffekt deine Kommandozeilen-Tools selber schreiben, wenn du Ruby kannst. Wow. Gregor macht gerade ein sehr beeindrucktes Gesicht. Ja, finde ich gut. Ja.
Okay. Spitze, ja. So, genau. Du hast gerade bei Verbesserungen von Shells nämlich. Ich habe ja, wie ich noch jünger und motiviert war, mit der Technik mich weiterzuentwickeln, wollte ich immer ZSH statt Ding verwenden. Ja. Weil das ja, also wenn man es richtig konfiguriert hat, wie es zum Beispiel die Leute von dieser Rettungsdistro Grimmel machen, ja, die haben ein paar kurze hingekompfte Skripts, nicht so? Oder man verwendet OmySZSH. Das ist ein GitHub-Repository, was gute Default-Konfiguration für ZSH gibt, die so gut wie jedem Betriebssystem installierbar ist, mit Unmengen Themes dazu, mit Unmengen Add-ons wieder dazu. Da hat sich eine ganze Infrastruktur rund um dieses Konfigurationsskript mittlerweile gebildet. Ja, schön. Die ZSH, die hat sich ziemlich durchgesetzt in der Mac-Welt, lustigerweise, in letzter Zeit. Okay, aber das klingt ja fast wieder logisch, wenn man so Deluxe-Schädel ist zum Beispiel Standard, wenn ich mich in einem Verzeichnis befinde, das sich in einem Git-Repository befindet, dass ich weiß, bin ich auf Head, also bin ich auf der letzten Version, habe neue Dateien einzuchecken, all diese Sachen habe ich einfach im Kommandozeilenprompt also standardmäßig. Git, aber total. So, und jetzt noch zu dem, oder man verwendet Punkt, 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 oder man verwendet die Konfiguration von Sven Guckes. Die verwende ich schon seit Ewigkeiten, da kannte ich ihn noch überhaupt nicht. Okay. Und welche von... Ja, auch eine eigene ZSH-Konfiguration. Ich verwende die schon seit Jahren, also 10 Jahre schon, könnte sein. Mhm. Und die ist zwar nicht so mit Git und solche Sachen, aber ich finde, die Konfiguration von ihm ist generell schon noch brauchbar irgendwie. Mhm. Aber diese ganzen Sachen, die es jetzt mit OmySZSH gibt, fehlen bei ihm. Und sie sind auch nicht kompatibel miteinander. Aber wenn man halt nicht das ganze Zeug haben möchte, was bei OmySZSH dabei ist, aber schon eine schöne Konfiguration, empfehle ich die von Sven Guckes. Ja, verwendest du die ZSH eigentlich? Ja, schon seit 10 Jahren oder noch länger. Ja, super. OmySZSH habe ich auch mal eine Zeit lang verwendet, aber irgendwie wollte ich nicht so richtig mit warm. Also, weil ich weiß nicht. Die Plugins, die es gibt, sind, also es gibt ja noch ganz am Rande noch Plugins von anderen Leuten und die sind meistens nicht so von der Codequalität, wie ich es mir vorstelle. Die Standardsachen, ja, kein Problem, aber wenn man dann solche Sachen hinzufügt, dann kann man zum Teil, ich würde zumindest empfehlen, dass man immer eine Shell offen lässt, wenn man in einer anderen ausprobiert, weil sonst könnte es sein, dass man sich von der Shell aussperrt. Ist mir schon passiert. Mhm. Und ich habe bestimmte Sachen, wie zum, mit Bild auf, Bild ab und solche Sachen, die waren nicht in einem OmySZSH drin, aber die wollte ich unbedingt haben und hatte nicht die Zeit, das herauszufinden, wie ich es hinbekomme. Jetzt kommt gerade das Essen. Mmh, Dankeschön. Bitte auch so. Oder ja. Für mich bitte auch ein Bier. Ist das jetzt das erste Mal, dass wir alle was essen beim das könnte durchaus möglich sein jetzt. So viel da zu. Kann ich nicht widersprechen. Okay, schön. Z ist schön. Ja, einfach vielleicht die von Sven Guckes anschauen. Schöne Grüße von mir. Sie ist super. Vielleicht zwei Sätze zur Motivation, nachdem ich zuerst quasi nur rumgeblödelt habe. Wenn man von Bash kommt, wie ja viele Leute machen und zweifeln, ob sie da jetzt wirklich sich was komplett Neues eintreten unbedingt wollen oder müssen, der Umstieg ist nicht so schwer, wie man vielleicht glaubt. Also diese Standardsachen, die funktionieren auch alle. Und eine Sache, die wirklich eine gute Motivation sein kann, ist, dass die Autocompletion um ein Eck besser ist als in der Bash. Und das hilft schon sehr nett. Ja, ja, das ist, glaube ich, auch eine der Einzelsachen, also wo die Grimmel-Leute das auch hergezeigt haben, so in der History-Suche, in der Shell-History, das geht um einiges dann nochmal bequemer. Ich hätte nur eine Anekdote dazu. Die ZSH hatte Autocompletion, bevor Bash es überhaupt kannte. Dann hat Bash die Autocompletion sozusagen für sich selbst erfunden. Die sah aus wie von der ZSH. Und dann hat ZSH diese Autocompletion in die Tonne gekloppt,
Also sie unterstützen es immer noch, aber sind neu erfunden, weil sie mit der alten unzufrieden waren. Das heißt, Bash hat die alte Auto-Completion-Funktionalität von der ZS Edge. Die sind vollständig kompatibel. Also das heißt, wenn ich von der Bash irgendwas habe mit Auto-Completion, funktioniert mit der ZS Edge wunderbar. Und die von der ZS Edge ist natürlich boom. Das sind schon fast zu viele Funktionen. Aber ja, ich finde es immer witzig. Mhm. Machen wir mal Pause, oder? Ja, können wir machen. Essenspause, meinst du? Ja. Machen wir Essenspause. Nach der Essenspause. Dennis, warum ist in 3 Jahren Samsung weg? 5 Jahren. 5 Jahre. Okay. Wir haben gerade während dem Essen drüber unterhalten. Okay. Und meinten so, red doch während dem Podcast drüber. Also, heute durch Zufall gelesen, es gibt die Prognose von irgendjemandem, ich weiß es nicht mehr ganz genau, es stand bei Heise heute drin, dass Samsung in 5 Jahren wahrscheinlich weg vom Fenster sein wird. Das ist das Innovation Problem oder sowas ähnliches hieß das. Notfalls bei Heise wieder nachlesen. Und das besagt, dass dadurch, dass Samsung ein Innovator war und die ganzen Innovationen rausgebracht haben, wollen sie Geld natürlich dafür sehen. Die Preise sind ja bei Samsung ziemlich hoch. Mhm. Also die Top-Geräte fangen ja bei... Die Top-Geräte, ja. Aber ja, die wollen sich ja auch mit dem sozusagen iPhone matchen. Ein riesiges Anti-Open-Source-Argument? Nein, eigentlich nicht. Okay. Kommt jetzt nicht, aber weil jetzt alle das nachmachen und wesentlich billiger produzieren und nicht entwickeln müssen, zahlt sich das sozusagen nicht aus, innovativ zu sein. Nein, eigentlich auch nicht so wirklich. Das hat er jedenfalls nicht gesagt. Die Anpassungen, die Samsung vornimmt, sind sehr wohl proprietär. Ja, die haben ja ein eigenes GUI, über dem das andere drüber liegt. Ja, das Problem ist eher, dass Samsung halt so weit oben vom Preis ist, über 600 Euro wollen wir für die Top-Geräte, gehen inzwischen auf 1000 Euro, dass die anderen Anbieter günstiger sind. Die fangen kleiner am Preis rein. Ja, genau. Das OnePlus One ist ja ein High-End-Gerät für einen Preis, da kommt Samsung nicht dran. Und die sind natürlich alle jetzt wesentlich attraktiver. Samsung hat das auch schon verstanden, schreibt auch in dem Artikel, und bietet natürlich auch schon günstigere Geräte, weit unter 500 Euro an, wie die alten Ace-Geräte, jetzt heißen sie Mini-Geräte oder sowas. Aber die können diesen Top-Geräten von den anderen Herstellern nicht das Wasser reichen. Und das ist dieses Problem, das Samsung jetzt hat, dass sie im Prinzip immer kleiner werden von der Marktmacht, weil die Geräte einfach zu teuer sind. Apple hat das Problem nicht, weil sie kein Android haben und daher sowieso eine ganz andere Zielgruppe haben. Wenn jetzt Apple hinginge und würde das Betriebssystem für andere zur Verfügung stellen, dass man es auf anderen Geräten deployen könnte, dann würden diese Geräte Apple wieder das Wasser abgraben. Das habe ich gemeint mit Anti-Öffnungsargument. Ja, okay, ist was dran, ja. Aber ich glaube, man muss dazu sagen, das Ganze hat weniger mit Technologie zu tun, sondern einfach ganz mit wirtschaftlichen Entscheidungen. Ja, genau. Biete ich sozusagen ein High-End-Consumer-Produkt, also das nur für reiche, designgläubige Leute funktioniert, wie Apple, oder versuche ich halt einen breiten Markt anzugehen? Und dann natürlich, wenn ich erst sozusagen das Open Source, um eine breite möglichst viel Mitbewerber mit ins Boot zu holen, die gemeinsame Plattform zu bauen und nachher dann sage, okay, ich will aber High-End-Geräte verkaufen, ist das halt ein bisschen Diskrepanz. Und ich glaube schon, dass Samsung, wenn sie wollten, könnten sie auch ihre Top-Geräte billiger machen. Aber das wird eine wirtschaftliche Entscheidung sein, dass sie sagen, das Gerät, man muss ja zwei Dinge ganz klar auseinanderhalten. Das eine ist der Preis, den der Konsument zahlt und das andere sind die Herstellungskosten, was jetzt das Gerät die Firma kostet. Da kann man jetzt natürlich dann diverse Sachen wie Forschung draufschlagen. Aber Samsung hat sich sehr wohl strategisch entschieden, ich verkaufe dieses Gerät so teuer. Ja, sie haben ja auch Alleinstellungsmerkmale. Das kann man nicht sagen, dass denen nicht das bewusst ist. Sie haben die billigen Geräte, ziemlich gute Geräte. Ich kann auch sagen, dass Samsung-Geräte prinzipiell besser sind als von anderen Herstellern. Aber das ist den meisten egal, weil im Endeffekt habe ich zum Schluss ein Mobiltelefon. Ich will damit das und das machen. Und wenn ich abgerundete Ecken haben möchte, dann gehe ich natürlich zu Samsung. Möchte ich das alles nicht haben, weil es mir wurscht ist, ich meine jetzt Display-Ecken abgerundet, dann
kann, dann ist einem das wurscht. Alle Biertaucher schauen jetzt traurig enttäuscht auf die eckigen Ecken ihrer Displays von ihren Smartphones. Die Displays sind richtig, weil die nicht abgerundet sind. Genau. Ja. Das neues Bedürfnis erwartet. Was uns jetzt alle, genau, was wir jetzt alle denken, wie viel 1000 oder 100 Euro wäre das jetzt wert, runde Ecken zu haben? Unbezahlbar. Und noch dazu. Take my money and shut up. Ich habe hier nur ein Heisenphone. Okay. Kennst du Heisenbugs, ne, die nur auftreten, wenn man drauf schaut? Das ist auch eigentlich nur halb ein Telefon und halber Ziegelstein, den man den halb Ziegelstein vor 2 Monaten ungefähr gekauft. Das ist ein S4 Mini hier, was ich in der Hand halte. Das gibt es zurzeit so um 170 Euro, was ja relativ billig ist, weil es halt ein Gerät von vor 2 Serien ist. Jetzt ist, glaube ich, S6 gerade aktuell oder so. Und demnächst kommt der S7. Ist aber ein volles Smartphone. Also du kannst ist ein volles Smartphone, ist ein Quad-Core, ist 1,5 Gig RAM, hat 8 GB internen Speicher, 1,2 GHz Prozessor, also echt flottes Ding. Bin sehr zufrieden gewesen. Und auch das Erste, was ich dann nach ein bisschen herumspielen damit probieren wollte, ist das Übliche mit Routen und so weiter. Hab nicht so ganz genau auf die Anleitungen geschaut. Hab geroutet, habe ich zumindest geglaubt. Also ich habe den Bootloader überschrieben. Der ist erfolgreich überschrieben, aber in einer Variante, sodass ich das Ding jetzt mittlerweile nicht mehr resetten kann. Also das hat installiert ein Android 444. Und für so gut wie jede Version gibt es die Variante, das zu routen, außer für 444. Also für 424 geht es, aber für 444 nicht. Wenn man es damit dann routet, dann macht man sich sozusagen halb kaputt. Also es ist noch geroutet. Ich habe mich ins Out geroutet und ich warte jetzt darauf, dass endlich eine Anleitung rauskommt, dass es mit 444 auch geht, damit ich sozusagen wirklich endlich gescheit routen kann. Und jetzt ist das so in so einem Pseudo-Zustand. Also die Telefonie-Funktion funktioniert, aber eben nur mit diesem ganzen Android, Samsung Add-on auf das Android, auf die ich eigentlich überhaupt kein Interesse habe. Also es ist noch es kommt noch hinzu, ich glaube, dafür gibt es auch keinen Cyanogenmod, oder? Also genau für das 444 drauf nicht. Ja. Für das 424 geht es. Weil das Interessante ist, für einige Geräte, die halt nicht die Top-Geräte sind, gibt es automatisch dann auch keine freien ROMs, weil es hat sowieso so gut wie keiner von denen, die diese freien ROMs entwickeln. Also werden die gar nicht erst unterstützt. So, sie unterstützen meistens nur die, genau, nur die Top-Geräte. Und natürlich, wenn man dann routen möchte und ein alternatives Betriebssystem drauf haben möchte, dann kann man leider nur zu Top-Geräten greifen. Und dann überlegt man sich wirklich, nehme ich jetzt das Top-Gerät von Samsung oder von OnePlus One? Bei OnePlus muss ich jetzt aber auch aus wirtschaftlicher Sicht einwerfen, du zahlst ja dem, der diese ganze Routing- und Cyanogenmod-Geschichte macht, nichts. Ne? Du benutzt nur seinen Service und beklagst dich jetzt sozusagen als Kunde, der sich ein Nischen- oder billiges Gerät gekauft hat, das jetzt nicht den Service gibt, für den du null gezahlt hast. Moment. Ja, wenn man sich ein OnePlus One gekauft hat, hat man für Cyanogenmod auch gezahlt, wenn man einen Deal gehabt mit dem. Ah, okay. Ja. Und Cyanogenmod hat generell jetzt eine sehr wirtschaftliche Ausrichtung gegeben. Bringen wir auch das Cyanogen OS oder so raus, die sich dann wieder bundeln mit Microsoft Services und da sehr viele Cloud-Services von Microsoft einbauen. Genau. Also ja, aber du hast prinzipiell schon recht. Es ist halt dann halt. Ich wollte nur sagen, meine Lösung wäre, zahl halt wem, der da das macht, wenn du das unbedingt brauchst. Ja, du kannst, okay, aber was wollte ich überhaupt für einen Punkt machen? Also man kann einen Tipp geben, ja, wie bei den Phones oder so. Es ist halt so, du hast recht, natürlich, man zahlt oft nicht und oft ist es so, das hat einer, der sich sehr viel damit auseinandergesetzt gemacht, oft hast du irgendwie eine Hardware-Plattform und einer kümmert sich darum und macht das voll gute den Custom-ROM, wie sich diese Distribution bringt das raus und dann irgendwann nach 2 Jahren sagt er, okay, ich habe ein neues Phone, das war sehr schön und auf Wiedersehen. Tschüss. Genau. Und das ist ja dasselbe, so stabile Hardware-Plattformen, daran glaube ich fehlt es, weil wie beim Raspberry Pi oder bei den Bordcomputern, du kannst da sicher schon noch irgendeinen HDMI-Stick kaufen, der dir aber wahnsinnige super Power und RAM bietet, aber du musst dich dann auf eine unter Umständen eine winzig kleine Community verlassen, die dann vielleicht auch irgendwann wieder weg ist und stabile Communities ist in Wirklichkeit das Wahre. Ja, die Hardware kann noch so gut sein. Genau. Bei den Samsung-Geräten ist nicht das das Problem, sondern das Problem ist, dass Samsung dann immer wieder neue Versionen rausbringt, eben vom Android, also das Android
portiert und eine neuere Version damit drauf spielt und damit auch den Bootloader neu drauf spielt. Und damit ist es immer so der Wettkampf zwischen denen, die das routen wollen und denen und Samsung, wer eben gerade jetzt ein bisschen vorne ist. Ja, das ist ja generell, finde ich, das Schwierige jetzt an dieser ganzen Android-Szene. Generell, am Anfang war ich noch relativ begeistert, jetzt bin ich schon sehr ernüchtert. Wir haben hier eigentlich in der Basis ein Open-Source-System, aber die einzelnen Anbieter und die Hardwarehersteller spielen nicht auf diese Stärken auf, sondern im Gegenteil. Die versuchen sich zu verstecken und dem Kunden... Du kommst ja als Router vor, du bist als Router so ein schmieriger Vertreter, der die Fuß in der Türe hat. Und sie wollen es eigentlich zuschlagen und du möchtest aber rein und den Kasten rumbauen. Dabei könnte man da schon Stärken ausspielen. Natürlich würde man sagen, für den Massenmarkt, nur für uns Nerds interessant, blablabla. Trotzdem... Du meinst, eine innovative Firma könnte sagen, mein Gerät können Sie routen und Sie haben trotzdem die Garantie vom Hersteller und wir sind rootfreundlich und machen Sie Ihre eigene Sache. Ja. Richtig. Ja, also, das passiert aber nicht, weil das die Firma nicht checken, dass das ein Markt wäre oder ein Vektor. Ja. Ich wollte noch zu einer Sache was sagen, und zwar die widersprechen. Es ist nicht die Schuld des Entwicklers der Custom ROMs, sondern es ist wirklich, du meintest vorhin, dass ich ja nichts dafür zahle für diesen Service. Und es ist nicht die Schuld des Entwicklers, finde ich, weil es ist die Schuld des Hardwareherstellers, dass er so verschiedene Geräte halt hat. Also es ist so eine Sache. Man könnte auch überhaupt sagen, warum ist das Gerät nicht einfach nur durch einen Schalter geroutet? Das wäre ja im Betriebssystem auch locker machbar. Und wozu überhaupt Zeug drauf? Warum gibt es das nicht in einer Version, wo kein proprietärer Add-on-Quatsch drauf ist? Ich würde auch gerne dafür einen Aufpreis zahlen. Ich wäre sogar bereit, ihn zu deinstallieren, aber auch das ist ja nicht möglich. Ich wäre auch bereit, ihn zu deaktivieren, auch das ist nicht möglich. Das sind ja all diese Sachen. Das spielt dann schon in die Frage der geplanten Obsoleszenz hinein. Warum gibt es überhaupt jedes Jahr tausende neue Handy-Modelle, die du nicht wirklich brauchst, die ja nicht wirklich so viel neue Innovation haben? Warum wirst du sozusagen von der Industrie dazu erzogen, dass alle zwei Jahre dein Handy total veraltet ist, wie jetzt schon Mode oder etwas anderes? Also es ist ja alles schon dieses, kauft mehr Müll, Leute, und schmeißt den weg und kauft neuen Müll. Dazu habe ich auch eine Anekdote. Ich weiß nun, soll ich es erzählen? Sag mal aber etwas länger. Also zum einen wollte ich aber noch was anderes sagen. ich wollte noch nicht länger gesagt sein, ich will was anderes. Ich wollte noch zu dem einen Thema. Dennis. Also zum einen, es gibt Geräte, die kann man routen. Zum Beispiel Sony ist dafür bekannt, dass man die inzwischen routen kann. Da braucht man nur die anzugeben. Mit der Garantie ist das allerdings so eine Sache. Das OnePlus One, meines Wissens ist das schon geroutet. Das Fairphone, das 1er auf jeden Fall. Das Fairphone, Das 2er wahrscheinlich dann auch. Schon von Anfang an geroutet. Und die Nexus-Geräte kann man alle entsperren. Das ist... das ist auch eine Sache. Nexus-Geräte, außer sind von Huawei, dann empfehle ich sie nicht. Aber das ist so eine Abneigung gegenüber dem Hersteller. Sind prinzipiell zu empfehlen, wer mit rumspielen möchte. Und deswegen werden diese Geräte, die einfach zu routen sind, auch von den ganzen Custom-ROM-Anbietern auch wahnsinnig gut unterstützt. Weil sie es leichter haben damit. Genau, richtig. Und wenn Samsung da so ganz viele Geräte auf den Markt bringt, die Billiggeräte und die teuren Geräte, die meisten Entwickler kaufen sich lieber ein gutes Gerät und zahlen mehr Geld. Und dementsprechend werden die dann auch gut unterstützt. Und die günstigeren nicht. Also ja, ich empfehle lieber ein Top-Gerät, wo also alle... Du sagst, die Schuld ist ein bisschen am Konsumenten, dass er da auf Best Deal geschielt hat und nicht auf, wo kriege ich potenziell eine große Support-Community her. Ja, also OnePlus One, würde ich zum Beispiel sagen, hat eine gute Community, ist gut angekommen. Achtet auf solche Sachen, ob die Community vorhanden ist, ob die Custom-ROMs vorhanden sind. Also erst gucken Custom-ROMs, dann gucken, welches Gerät. Und jedes Gerät mit einem MediaTek-Chipsatz wird niemals von Custom-ROMs unterstützt. Wieso nicht? Weil MediaTek ein ganz hundsgemeines Unternehmen ist und nur für bestimmte Linux-Versionen entsprechende Module rausbringen. Das heißt also, MediaTek ganz weit drumherum fahren, weil die CPUs werden niemals von CyanogenMod oder sonst was unterstützt. Deswegen ist das alte Fairphone zum Beispiel auch nicht mit Custom-ROMs kompatibel, weil der MediaTek-Chipsatz da drin ist einfach die schlechteste Sache gewesen. Und das hat ja Fairphone selber inzwischen auch gesagt.
So, und jetzt zu der Anekdote. Jetzt kommt das lange. Okay, ich erzähle nur die eine, aber die ist ganz witzig. Als es noch den Hersteller Siemens gab bei den Mobiltelefonen. Oh, ich hatte eins, ja. Ja, meine Mutter auch und ich kenne auch ein paar andere Leute. Die hatten ein Pflichtenheft bezüglich der Geräte, wo drin stand, was das Mobiltelefon alles können muss und die Eigenschaften. Und in den Pflichtenheften der Siemens Mobiltelefone stand überall drin, ein Mobiltelefon muss maximal 2 Jahre halten. Das stand also schon bereits im Pflichtenheft drin. So alt ist dieses Jahr. Und da das hängt, glaube ich, mit der gesetzlichen, na, die ist immer 6 Monate, oder? Die gesetzliche Gewährleistung. Naja, das hat damit zu tun, dass die Gewährleistung, also 2 Jahre Garantie hat man. Mhm. Man muss jetzt noch überlegen, was heißt Garantie, was heißt Gewährleistung. Aber lassen wir das einfach mal weg. Machen wir uns ganz einfach, 2 Jahre muss es halten. Und deswegen stand da drin, muss maximal 2 Jahre halten. Mhm. Wenn es kurz vor dieser Zeit kaputt geht, ist wurscht eigentlich, weil, ja gut, okay, dann liefern wir ihm halt ein neues, falls das tatsächlich passiert. Aber 2 Jahre, so lange maximal halten. Weil dann kauft er sich ein neues Gerät. Und das heißt, also das war von Anfang an eigentlich geplant. Das ist allerdings alles inoffiziell. Ich habe das auch nur von ganz vielen Leuten gehört. Es war vor kurzem im ORF ja auch ein Buch vorgestellt über geplante Obsoleszenz, auch bei Kleidungsstücken und T-Shirt, warum die alle genau nach 6 Monaten kaputt gehen und so. Und da haben sie halt gesagt, das ist Absicht. Mhm. Du wirst erzogen zum Konsumtrottel, der Müll kauft und Müll produziert und neuen Müll kauft. Nur dort weiß ich, dass es im Pflichtenheft schon bereits drin stand. Und das also gerade, dass ich gesagt habe, darf nicht länger als 2 Jahre funktionieren. Ne? Das wäre die schärfere Formulierung. Wahrscheinlich ein gescheiter Ingenieur kapiert, was gemeint ist. Ne? Ich habe noch eine andere Anekdote, die mir mal jemand erzählt hat. Und zwar, der Chef von Siemens fährt auf der A1, der Autobahn A1, und telefoniert gerade mit seinem Siemens und ist dann richtig wütend, weil das Gerät irgendeine Macke hat, schmeißt das aus dem Fenster und seitdem liegt an der Autobahn der A1 wahrscheinlich jetzt inzwischen nicht mehr ein Siemens-Mobiltelefon. Er ist anschließend dann von der Autobahn runtergefahren, in den nächsten Handyladen reingegangen und hat sich ein neues Mobiltelefon gekauft. Und seitdem war jedes Mal, wenn der österreichische Chef von Siemens war auf irgendeinem Konferenz oder sowas war, ein Motorola-Mobiltelefon mit Siemens-Aufschrift. Tja. Er ist auch zu den Entwicklern gegangen und hat dann, wieso können wir sowas nicht entwickeln, gesagt. Also, ja, das spricht irgendwie Bände. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber irgendwie vorstellbar. Ja, zur damaligen Zeit, die Motorola, die Flachen, die waren ja auch ein Teil sehr modisch. Auch schon mittlerweile. Ja, erst googelt dann die Novo, aber jetzt weiß man nicht, mal schon mal, was aus denen wird. Da kann man eh nur wie auf Fußball draufschauen. So. Ich könnte weiter nörden Richtung Pelikan und statischen Blocks von letzter Woche anschließen, falls... Okay. Ja, also ich war sehr fleißig beim internationalopenmagazin.org, neue Artikel reingemacht, habe jetzt, ich lerne Pelikan lieben jetzt, also ich habe es zwar schon seit über einem Jahr in Verwendung für meinen persönlichen Blog, aber jetzt halt mich mehr damit befasst, auch so Themen zu manipulieren und drin herumzukoden und ich kann nur sagen, es bringt nichts, etwas zu lernen, wenn du nicht selber ein Projekt hast, wo du das auch brauchst. Das ist dann sonst so... wie für eine Prüfung lernen, wo du genau spürst, das brauchst du im Leben nicht. Das machst du jetzt für den anderen, weil wenn du es, und sobald du ein eigenes Projekt hast, wo du das jetzt willst, und dann merkst, Leute warten schon drauf, dass das fertig ist und so, und dann macht es auch Spaß, sich in das hineinzuknien, wo es das sonst nicht antun wird. Und ich habe mich jetzt sehr viel mit Jinja beschäftigt, also so eine JavaScript-Sache, die so tut, als ob sie wie Python funktioniert, mit der du sozusagen in einem Template HTML coden kannst. So. Wie soll ich sagen, du kannst praktisch eine Vorschleife in einer Webseite einbauen, die dann wieder von woanders irgendwelche Dictionaries oder Datenstrukturen abklappert und dir daraus so Blog-Einträge bastelt. Also so Sachen halt. Das wird der statische doch etwas dynamisch, oder? Ja, nur zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn code. Also der Output ist dann statisch und verändert sich nicht mehr. Okay. Und was dabei, wir haben einen netten Hörer, nämlich den Diplom-Ingenieur Christoph Wurzinger aus Weiz, und der hat mir da jetzt sehr geholfen bei GitHub und hat mich aufmerksam gemacht auf einen Fehler,
ich hatte nämlich so etwas, also ich stelle sie vor einen Blog, ja, und oben ist eine Überschrift beim Blog und drunter sind dann die Einträge. Und ich wollte, je nachdem, was für Einträge da aufgezählt werden, wollte ich eine andere Überschrift haben. Also ob das jetzt Blogartikel sind oder Podcasts, wollte ich eine andere Überschrift haben. Und das ist und ist nicht gegangen. Also ich habe da so eine If-Else-Schleife reinkommen können, aber die hat nicht funktioniert. Und er hat jetzt gesagt, ja, das ist ein Bug, er hat das reproduzieren können, und zwar, weil ich die allerneueste Pelikan-Version verwendet habe von GitHub und nicht die, die mit Ubuntu mitgeliefert wird, die ältere sozusagen. Bei der älteren passiert das nicht. Die ist stabiler. Das muss ich jetzt noch nachforschen, aber das war für mich relativ lustig. Ich habe einfach instinktgemäß gesagt, ah, ich lade mir das Neueste runter, weil Ubuntu hinkt eh immer so hoffnungslos hinten nach. Und dadurch habe ich mir jetzt eigentlich selber ins Knie geschossen. Also es wäre besser gewesen, ich hätte in diesem Fall die ältere, stabilere Version genommen als den New Hotshit. Ja. Und jetzt hast du am Issue-Tracker schon eine Fehlermeldung eingeworfen? Dass Nein, ich habe noch nicht einmal die offizielle Pelikan-Version installiert. Ich freue mich jetzt nur, dass er eine Lösung gefunden hat und möchte jetzt damit selber herumspielen und schauen, ob das... Ja. Ich muss ja auch, nur weil er das gefunden hat, heißt ja nicht, dass das auch bei mir stimmt. Vielleicht ist bei mir noch tausend andere Sachen, die den Fehler machen. Aber es war halt für mich eine Erkenntnis, dass das schon einen Sinn hat, dass nicht immer das Allerneueste in einer Linux-Distro drinnen ist, sondern dass der ein bisschen hinterherhinkt und dafür vielleicht etwas mehr Stabilität liefert und dafür weniger Features. Ja. Das war das eine. Man kann auch per Git dann halt sagen, Git Checkout und dann die Versionsnummer. Also das ist auch eine Alternative. Dazu hätte ich jetzt auch mal noch, ich habe mir nämlich das Jekyll nochmal angeschaut und nach dem, was du erzählt hast, Jekyll funktioniert exakt genauso, das heißt nur anders, und diese Template Engine ist also davor geschaltet, das nennt sich Liquid, damit kannst du dann auch die Schleifen erzeugen. Die ist ja auch in GitHub drinnen, die Jekyll. Also du kannst GitHub-Pages direkt machen mit Jekyll-Templates. Richtig, ja, genau. Jekyll ist von einem GitHub-Menschen, vom Tom Preston-Warner, entwickelt worden, um diese GitHub-Pages komfortabel erstellen zu können. Also das ist vielleicht auch ganz interessant für Open-Source-Projekte. Kostenfrei kriegt man zu einem GitHub-Repo auch die Möglichkeit dazu, dort sich eine statische Webseite, die mit Jekyll gemacht worden ist oder also kompiliert worden ist, hosten zu lassen, kostenlos, was ganz nett ist. Und vor allem, das betrifft eigentlich nicht nur Open-Source-Projekte, sondern du musst nur deine Inhalte unter eine freie Lizenz stellen, unter diese Open-Source-Lizenz. Und etwas, was du sonst bei diesen ganzen Google-Sites und wie sie alle heißen, Facebook und Google-Pages-Services nicht hast, die erlauben volles JavaScript und diese GitHub-Pages erlauben dir sogar, ich habe das in einem FAQ nachgelesen, du darfst auch Google Ads oder sowas reintun. Also du darfst praktisch Geld damit verdienen und die hosten dir deine Sache. Ich meine, das ist schon ein Wahnsinn von der, wo du eigentlich sonst am Service zahlen musst. Und noch dazu hast du das Ganze kombiniert mit GitHub. Das heißt, wenn du damit zurechtkommst, kannst du, also angenommen, du hast jetzt eine Bürgerinitiative oder einen Verein oder so, wo halt mehrere Leute irgendwie Nachrichten schreiben wollen, hast du damit instant, ohne einen Server zu zahlen müssen, ohne dich mit WordPress auseinanderzusetzen müssen, hast du eigentlich ein funktionierendes System, das du auch anpassen kannst. Ja. Und ist halt bei GitHub gehostet. Du bist halt ausgeliefert, dass die nicht plötzlich sagen, ja, na, jetzt ist nicht mehr gratis. Aber ach Mann, ihr lässt mich richtig auflaufen. Da sagt ihr schon direkt das Nächste. jetzt habe ich schon zwei Sachen zu sagen. Eigentlich schon drei Sachen. Zum einen, diese Seiten bei Jekyll kann man immer noch woanders hosten. Das heißt also, wenn man sagt, okay, GitHub washed, ich möchte woanders hin, dann kann man das immer noch tun, weil man kann ja Jekyll selber kompilieren. Und das andere war, ach, was hast du noch gesagt? Mist! Das ist plötzlich was kostet. Volle Flexibilität hast du schon gesagt. Jetzt habe ich es wieder vergessen. auf jeden Fall. Er ist unser Jüngster. Ich bin der Jüngste. Aber hat noch jemand was dazu zu sagen? Weil ich habe dann eine schöne Überleitung. Ja. Und wenn man angekündigte Überleitung ist immer die beste. Ja, genau. Und wenn man dann sich denkt, ja, GitHub ist toll, aber ich hätte gern ein bisschen mehr. Und ich würde auch dafür was zahlen. Ich habe mir Uberspace angeschaut. Okay. Das ist ein Shared Hoster. Das heißt also, man könnte ja Allinkel und Hetzer oder 1&1, wo man Seiten hosten kann. Und wo man einfach FTP-Dateien drauf und dann sind die gehostet. Man kann PHP benutzen, man kann dies benutzen. Ein Webhoster jetzt. Genau, richtig. Ja. Shared Hoster. Weil aber jeder was heißt jetzt Shared Hoster? Das kann ich nicht. Alle, die Maschine ist geshared zwischen verschiedenen Benutzern. Jeder hat seinen Benutzer, kann seine Dateien hochladen und darin machen, was er will.
aber jeder hat nur seinen Benutzer, nicht eine komplette Maschine. Genau, ist nicht das, was wir haben? Nein, wir haben einen dezidierten Server, das heißt, die Maschine gehört eigentlich uns. Eigentlich auch nicht, weil wir sind nur unentwegt, eigentlich sind wir auch unter Xen virtualisiert, aber wir haben noch keinen anderen Nachbarn, sagen wir mal so. Ja. So, aber sonst scheren sich die Maschine tut so, also der physikalische Servercomputer tut so, als ob er viele wäre. Das sind einfach verschiedene Benutzer. Also sind verschiedene Benutzer auf derselben Maschine. Ja, man kann sich ja vorstellen, früher war es ja üblich, die Universitäten hatten Universität / und dann Tilde und dann Benutzernamen und darunter waren die ganzen Seiten. Ja. Inzwischen hat sich eingebürgert, man hat eine eigene Domäne. Das heißt also Benutzername.hoster. Und das ist hauptsächlich ein Shared Hoster. Und alle teilen sich dieselbe IP-Adresse und selben, in diesem Fall Apache-Server. Das ist sehr oft, dass da ein Apache-Server drauf ist und damit die Skripte ein bisschen getrennt sind, SU, exec und solche Sachen. Auf diese Weise werden diese Shared Hoster gelöst. Was ihr habt, das ist dann schon ein virtualisiertes System und dann gibt es noch dedizierte Server und dann gibt es noch Housing und so weiter. Aber ich habe halt mich umgeguckt und habe was Wichtiges. Du hast jetzt gesprochen von Uberspace. Was unterscheidet Uberspace von anderen? Ja, das ist nämlich das Interessante. Eigentlich habe ich nach einem dedizierten Server, nach einer virtuellen Maschine, wo ich wirklich selber Benutzer anlegen kann, gesucht und habe dann aber Uberspace gefunden. Das ist ein Shared Hoster, aber man hat nicht einen FTP-Zugang, sondern einen SSH-Zugang. Aber das ist schon mal ein wahnsinniges. Ja, das ist echt toll. Also, ist das nicht selbstverständlich? Nein. Na, also, weißt du, meistens, wo du so ein Webspace hochladest, das läuft über das Protokoll FTP. FTP muss sterben, das sage ich erstmal. Ja. Genau, richtig. Das ist, weil es unverschlüsselt dann alles umschickt. Das geht nicht mehr. Ach so, es gibt noch FTPS, aber also, hat dieselben Einschränkungen, weil du noch immer dieses Bordspielchen hast, was FTP halt per Protokoll betreibt. Du möchtest erst FTP verwenden und das ist eigentlich nur ein Subset von Befehlen von FTP, SSH. FTPS. SFTP ist das. Das ist nochmal was anderes. SFTP ist über SSH. Genau, das meine ich. Ach so, okay. Genau. Aha, okay. Aber SFTP ist schon gut, oder ist auch? Muss SFTP auch ist das, was man haben möchte. Okay, also nur das FTP. Das ist SSH, genau. Okay. SFTP kannst du. Ja, das ist nochmal ein Unterschied. Man kann SFTP nämlich. Eigentlich will man SCP verwenden. Richtig, genau. Ja. Das wollte ich nämlich auch drauf hinaus. SCP und einen richtigen Shell-Zugang, mit, wo man dann seine ZSH benutzen kann. Ich muss das jetzt kurz einwerfen. Ja, manchmal möchte man es haben. Wenn man ein FTP-Anbieter ist, dann würde man SFTP gern auch nur mit dem FTP-Satz dann anbieten. Lass mich nur kurz einwerfen. Falls wir jetzt immer noch irgendwelche Nicht-Hörer, Nicht-Nerd-Hörer, die noch nicht total verkrault sind, ja, dank dem Skript vom Dennis, ist einfach nur unten beim schöner Leben-Teil auf dem Timestamp. Also die machen das mit SSH, ist ja spitze. Das ist schon per SSH, es geht noch weiter, das ist nicht das Einzige. Ja, was können die noch? Man kann zum einen, man bekommt bei denen eine Domäne, das ist allerdings eine Sub-Sub-Level-Domäne, das ist also nicht... Nicht so nicht, viel besser. Ja, aber man kann denen das Zertifikat mit dem Private Key auf den Server legen und denen eine E-Mail schreiben. Das ist halt die Sache. Man muss es wollen. Und daraufhin spielen sie das Zertifikat ein und das Private Zertifikat auch. Das heißt also, man kann anschließend seine eigene Domäne mit dem eigenen Zertifikat benutzen. Und das ist dann schon etwas, man muss nicht bei denen ein Zertifikat kaufen, sondern man schickt ihnen sogar eins und man kann dann irgendeins verwenden. Das nächste ist, DNS bieten sie nicht an. Das heißt also, man kann denen nicht sagen, ja, ich hätte doch gerne bei euch nur noch eine Domäne gekauft. Das sagen sie absichtlich nein. Sucht euch dafür einen anderen Anbieter, weil Domänen ist etwas, was man nicht so oft wechseln möchte, aber den Shared Hoster vielleicht. Also das ist schon... Also sie spezialisieren sich auf den Host und nicht auf den... Richtig, Domain, genau. Ja. Auf den Host und sonst nichts. Mhm. Bei E-Mails geht es auch so weit, dass du deine eigenen Domains bei denen hosten kannst. Das heißt, die bieten dir den SMTP und IMAP an. POP3 bieten sie auch noch an, aber auch nur noch so halbert, weil sie sagen, POP3 soll sterben. Wenn man... IPv6, jeder bekommt seine eigene IPv6-Adresse, aber alle teilen sich eine IPv4-Adresse. Mhm. Das hat den Grund, weil IPv4 ist gibt's begrenzt. So viele, und sie wollen, IPv4 soll sterben. Die sind ganz sozusagen
fortschrittlich. Die wissen, was sterben soll. Ja, toll. Genau, SSH. Und sie sagen auch direkt, ja, mach mal CD... Habe ich gemacht. LS, man kann alle Benutzer auf der Maschine sehen. Sagen auch, das ist kein Sicherheitsloch. Sie haben dort im Home-Verzeichnis dann auch eine README-Datei liegen, falls es jemand macht und die README-Datei dann liest, sieht er dann, dass dann Linkex ist und wieso die das machen. Ja, aber kommst du rein in die anderen Nutzer? Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen. Also du siehst nur, welche es gibt. Ja, genau. Du siehst, ich bin nicht alleine. Richtig, genau. Und du siehst, wie dem sein Username ist, wodurch du vielleicht irgendwie reverse seinen Passwort... Wobei, dann hätte ich vielleicht schon einen Username und dann könnte ich... Aber ja, ist egal. Ich würde einen Username nehmen, der halt nichtssagend ist. ABCDEF und fertig. Ja, aber da müsste es ja trotzdem mal skieren irgendwie, oder? Weil sonst hätte ich ja den, wenn ich den raussteige, hätte ich deinen Usernamen oder irgendeinen. Maskieren? Naja, du müsstest das vielleicht, wenn du es anbietest und ich über Space habe, vielleicht dann doch andere als die echten Usernamen nehmen, oder? Könnte man, wenn man sehr paranoid wäre, weil man hätte sonst den Usernamen. Anmelden. Ach so, ja. Und man sieht die Usernamen der anderen. Hätte man ja, schon es ist, Teil. Also sie beschreiben es ziemlich gut. Ich weiß nicht mehr alles, aber es hat Hand und Fuß und ich kann auch sagen, es ist kein Sicherheitsloch und Benutzernamen sind halt, okay, ich würde einen wählen, der halt nichtssagend ist einfach. Und damit man hat sich die Sache. Herausfischen, ja. Genau. Und herausfischen wäre auch nicht so schlimm. Was auch interessant ist, PS zeigt nur die eigenen Prozesse an, nicht die der anderen. Und Apache kann auf die Home-Verzeichnisse erst gar nicht zugreifen. Ja, was auch gescheit ist. Ja, und man kann auch auf die Daten der anderen überhaupt nicht zugreifen. Auch nicht über den Apache, irgendwie durch Sicherheitslöcher. Man kann System LS auch so und so weiter aufrufen, aber es ist immer ein Prozess in PHP, dem eigenen Benutzer läuft. Und nicht der... Sie sind schön getrennt, die richtig. Okay. Ja, mit Hirn gemacht irgendwie. Halt. Ja, also genau. Und wenn man dann eine Rails-Applikation haben möchte, Shared Hoster, Rails, unmöglich. Bei denen schon, weil du hast ja SSH-Zugang und kannst dann eine Redirect-Datei anlegen, also ein Redirect einfügen in die HTTP-Access oder wie die heißt, HT-Access, sodass mit einem Rewrite... Nee, mit einem Redirect, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, und dann kann man seine Rails-Applikation da drin laufen lassen. Python funktioniert natürlich auch, Perl auch kein Problem, CGI bieten sie sowieso schon an. Kannst du jetzt irgendwas am Server installieren, wenn du eine neuere Python-Version brauchst oder so, oder geht das dann? Teilweise. Zum einen, sie benutzen CentOS und wenn du den und sie haben schon die neuesten Versionen, die von CentOS zur Verfügung gestellt werden. Alles, was in CentOS verfügbar ist, installieren sie freiwillig nach, wenn du sagst, ich hätte das gerne. Okay. Und wenn dann noch dir etwas fehlt, kannst du es immer noch selber kompilieren und so weiter und so fort. Okay. Also du hast relativ viel Freiheit dafür, ja, dass du das kannst da drin was installieren. Du nur ein User Space in dem Server gemietet hast. Genau. Und was kostet der Spaß? Komme ich ganz zum Schluss drauf, den Preis. Das wollte ich mir aufbewahren. Und es ist sogar möglich so weit, dass du deinen Jabber-Server darauf laufen lassen kannst, aber nicht unter dem Standard-Port. Sie geben nur bestimmte Portnummern frei, das heißt, man muss es in dem DNS richtig konfigurieren. Und du musst ihnen eine E-Mail schreiben, dass sie den Port freigeben, weil normalerweise sind alle Ports gesperrt. Man muss explizit freigeben lassen. Also es ist schon Hand und Fuß. Das sind Leute, die sich wirklich gut auskennen. Ah, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Und wie viel kostet der Spaß? Sind in Österreich? Oder? Nein, in Deutschland. In Deutschland, okay. Man kann sich den Preis aussuchen. Pay what you want. Ja, genau. Ab 1 Euro kann man sich selber aussuchen. Ab 1 Euro im Monat? Ab 1 Euro im Monat. Humble Server Bundle. Ja, genau. Pay what you want. Klingt aber sehr gut. Ich bin gespannt, wie lange es die gibt. Die gibt es schon seit mehreren Jahren. Und hast du irgendwelche Nachteile, wenn du dir einen kleinen Preis aussuchst? Oder? Nein, sie behandeln jeden gleich. Schreiben sie zumindest und ich bin jetzt im Probemonat. Der erste Monat ist nämlich kostenlos. Ich habe bei denen jetzt Postgres als erstes mal konfiguriert. Postgres ist installiert, aber muss ein Skript starten, dann wird das ganze Postgres nämlich bei einem selber laufen. MySQL haben sie nur einen zentralen Server. Kannst du auch lokal bei dir installieren. Postgres braucht man nicht installieren. Das also, wenn ich das so zusammenfassen darf, ein sehr innovativer Server-Hoster, der eine Pay-What-You-Want ab 1 Euro im Monat Struktur hat. Und das Interessante ist, an was hat es mich als erstes erinnert überhaupt von dem ganzen Nachinstallieren und so weiter, ziemlich frei, sind alle nett, an InBerlin. Und
Ach, das sagt euch gar nichts. Nein. Sven Guckes benutzt nämlich in Berlin und okay. Die installieren auch Sachen nach, wenn du sagst, ja, ich brauche das und das. In Berlin ist auch so ein Anbieter, aber die haben Festpreis. Mhm. Aber in Berlin gibt es auch schon seit den 90er Jahren, glaube ich. Ich habe die schon Anfang der 2000er, wo ich mir noch nicht mal für 5 Mark was leisten konnte oder sowas, habe ich die schon gefunden, wollte die nehmen, aber ich konnte es mir nicht leisten. Mhm. Inzwischen könnte ich es mir leisten, aber der andere Anbieter ist auch interessant und ja, das sind gewisse Dinge richtig zu machen. Ja, richtig. Und Bezahlung. Nachgedacht. Genau, richtig. Und bei Bezahlung machen sie auch nicht Halt. Sie sagen direkt, PayPal bieten wir nicht an. ganz, ganz von den Guten. Richtig, genau. Sofort Überweisung, die deutsche Variante, bieten sie nicht an, weil da gibt man ja wirklich auf der Seite seine eigenen Kontodaten an, mit Passwort und so weiter. Hallo? Das ganz schlimm. Bieten sie also nicht an. Dann wollten sie PaySafe-Karten, das ist so eine, was, du kaufst dir eine Karte beim, das ist so eine Prepaid-Karte am Kiosk und dann lädst du auf, also überweist sozusagen über diese Karte, ist völlig anonym, bieten sie auch nicht an, würden sie wahnsinnig gern, aber das ist derselbe Anbieter wie sofort überweisen. Und deswegen haben sie gesagt, nicht okay, also nicht die PaySafe ist, sondern dieser Partner von PaySafe, bei dem man das machen kann, weil PaySafe selber sagt, nein, wir machen das nicht direkt, kann man verstehen, diese Anbieter wollen sie nicht, würden sie aber gerne machen. Bitcoins, da haben sie noch eine Diskussion am Laufen, bieten sie derzeit nicht an, aber sie überlegen es sich. Mhm. Also ziemlich gut. Was bleibt noch übrig? Überweisung. Überweisung, ja. Und sie wollen auch keine Daten wissen. Deine E-Mail-Adresse ist freiwillig anzugeben, Benutzernamen muss man angeben und halt überweisen. Mhm. Ja, das war's eigentlich. Es ist ziemlich gut. Ja, ich wünsche viel Erfolg. Ja. Ich hoffe, sie fallen nicht auf die Nase mit der Strategie. Also das. Achso, den willst du nicht mehr. Ich wünsche denen auch ziemlich viel Erfolg. Beiden. Ja, also mir beim Testen und den, ja, okay. Um langsam zu den nicht-nerdigeren Themen überzuleiten, oder hast du noch ein großes Buch voll mit Nerd-Themen? Nerdig schon, aber nicht technisch. Okay, nicht sehr technisch. Passt. Mhm. Es gibt in Wien ein Restaurant, das ich sehr mag, das heißt Divan im 9. Bezirk in der Nähe von der Votivkino Berggasse, also Lichtensteinstraße, das ist glaube ich in der Seitengasse, und der hat auch eine Pay what you want and eat, also all you can eat Politik. Also du kannst, also es ist ein indisches Lokal und du kannst reingehen, es ist natürlich bummvoll mit Studenten und kannst da so ein kleines Buffet und holst dort halt, kannst mehrmals hingehen und dir deinen Teller vollschaufeln mit halt so indischen veganen und auch mit Fleisch Speisen und das Essen. Und die Getränke musst, und ja, und wenn du dann fertig bist, gehst raus zur Kasse und da fragt er dich halt dann, was du getrunken hast. Die Getränkepreise werden ganz normal verrechnet und beim Essen sagt er, ja, zahlst halt so viel du willst. Und dann stehen natürlich, also es ist so sehr groß, damit die Leute einen Orientierungspunkt haben, sind die Cateringpreise, also man kann sich circa ausrechnen, was das gekostet hätte, wenn man das geht. Aber du kannst auch, und das haben auch mehrere schon gesagt, die geben dem 2 Euro und sagt doch, ja, danke, ciao. Und das, der Mechanismus ist halt, du musst ihm in die Augen schauen. Ne? Also wenn du wirklich auf Arschloch spielst und sagst, ja, da hast 50 so Cent, ich habe da jetzt da 3 Stunden mit dem Bauch vollgeschlagen, das musst du halt mit deinem Gewissen selber ausmachen. Und dadurch macht man es dann eher nicht, sondern versucht eigentlich, weil man das ja auch, wenn man mehrmals dort den persönlich schätzt und so, dass der das macht, versucht man dann, zumindest ich merke es bei mir, dass man dann eher ein bisschen mehr zahlt, als man jetzt in einem vergleichbaren Restaurant gezahlt hast, weil du denkst, ich möchte eigentlich, dass der sein Geschäft weitermacht. Aber da muss halt der Typ dafür sein. Ne? Und ich glaube auch als Firma diese Entscheidung, was du erzählst von dem Service Provider, ich hoffe auch, der wird jetzt halt nicht von Arschlöchern überrannt, die da sagen, ja, ich zahle 2 Cent im Monat, sondern halt auch, dass die dann, also, dass du schätzt, du spekulierst eigentlich auf die Anständigkeit deiner Kunden. Ne? Und ob das halt ausgeht, musst du dann überlegen. Sie haben auch ein paar Statistiken und so weiter auf der Homepage. Nicht, wie viel die Leute zahlen, aber man kann sich dann ein bisschen mal ausrechnen. Zum einen, die Server sind überlastet. Das heißt, es sind mehr Benutzer, als die Maschine eigentlich fassen kann. Ja. Das ist aber wurscht, weil die meisten benutzen sowieso das Ding zu selten und auch sonst. Es ist kein Problem. Für keinen Benutzer, auch nicht für den Anbieter. Sie haben auch die Preise angegeben. Also das kostet der Server um die 1.000 Euro, glaube ich, mindestens. Also was Sie, Ihre Selbstkosten haben Sie angegeben? Die Selbstkosten pro diese Server. Ja.
Und es sind dann, also auf der Maschine, auf der ich bin, sind schon über 100 Benutzer. Und wie viele sollten sein auf der Maschine? Oder kann man das weiß ich nicht. Also das habe ich noch nicht gelesen. Mhm. Aber wenn ich bedenke, dass ich 2 Euro zahle... Und hast du einen Service, der jetzt eigentlich 100 Euro oder 10 Euro wert ist, oder was? Ja, du hast 1.000 Euro im Monat und 100 haben es, ne? Ja, 10 Euro müsste man, dann würde es... Wenn jeder gleich viel benutzen wird, was ja nicht 10 ist, Euro. Ja. Also bei anderen Anbietern zahlt man zwischen 5 und 10 Euro. Und wenn man die besseren Anbieter, dann eher an der oberen Kante, mindestens 10 Euro. Kann man einwerfen vom Haupt die Preise, oder ist das blöd? Das werfen wir lieber nicht ein. Okay. sie haben inzwischen über 100 Server. Damit kann man sich ausrechnen, wie viele Benutzer die schon haben. Ja. Also im Endeffekt, wenn die schon über 100 Maschinen da stehen haben, über Jahre hinweg, also in dem FAQ haben sie auch schon inzwischen durchgestrichen, wir haben im unteren zweistelligen Bereich, wir haben jetzt im mittleren zweistelligen Bereich und inzwischen steht da ungefähr 100. Ich meine, die stärkste Aussage ist ja, was du sagst, dass es sie schon jahrelang gibt. Ja. Das ist ja das, was du bei einer Firma wissen willst. Ne? Ist die morgen weg oder? Ja, also ich habe einen Beitrag in einem Forum gefunden, der war von 2011 oder sowas. Also so lange gibt es die schon. Und ja, damit, wenn es stabil läuft, das ist das Wichtigste. Und selbst wenn das nicht stabil läuft und sie pleite gehen für als Benutzer, kann das einem wurscht sein und wechselt man halt wieder zu dem althergebrachten. Aber selbst wenn man aus dem egoistischen Standpunkt, ich will halt wenig zahlen, zu denen geht, ist das immer noch besser, als wenn man die anderen unterstützt. Also das ist meine Herangehensweise und ich sag nicht, also wie viel ich zahlen will. Was war jetzt dein Argument, also, selbst wenn man wenig zahlen will? Selbst wenn man halt nicht das Geld hat als Student. Ja, wenn du jetzt nur, sagen wir, 2 Euro im Monat hast. Genau, richtig. Ja? Oder sogar nur 1 Euro. Ja. Solange man das Ding nicht zu viel benutzt, ist es sowieso egal. Ja. Und die halt mehr benutzen, können auch mehr zahlen. Ja. Und das tun hoffen sich auch. Es ist aber freiwillig und ich finde es schon unterstützenswert. Ja. Ich möchte aus Unternehmersicht dazu was sagen, wenn ich einwerfen darf. Ja. Du hast ja das Ding der Preiselastizität. Ich hoffe, ich vorhin jetzt den richtigen Begriff. Das heißt, du musst deine Preise irgendwie festlegen. Das ist deine unternehmerische Freiheit. Und du hoffst natürlich, dass sie so machst, dass du einen Gewinn machst, also dass das Ganze wirtschaftlich einen Sinn macht. Und andererseits, dass du so niedrig machst, dass du genug Kunden kriegst. Ja. Das muss halt jeder Unternehmer für sich entscheiden. Im Prinzip orientierst dich an der Konkurrenz und überlegst halt, bin ein bisschen... Also das ist eigentlich die große Marktforschung, die man macht. Ja. Mhm. Aber das Schöne ist, wenn du jetzt auf so ein Modell aufspringst, wie jetzt dieser Restaurantunternehmer vom Divan oder was du jetzt gesagt hast, hast du eigentlich dieses Argument von der Preiselastizität weg, weil, oder auch beim Humble Bundle, du gibst praktisch jedem die Möglichkeit, dein Kunde zu werden, also ab dem Minimalpreis. Und, und dadurch maximierst du sozusagen die möglichen Kunden, die du kriegst. Und das ist an sich ja auch ein Wert, weil die Kundenbindung zählt ja dann auch was. Ne? Ja. Und du hoffst natürlich, dass der dann irgendwann mehr zahlen wird und so. Aber du vergräulst nicht Kunden, die sich dich nicht leisten können. Und das ist ja immer eine schwere Entscheidung, wenn du Preise festsetzt. Ich sehe halt schon einen Unterschied zu einem Humble Bundle, dass die extrem niedrige Grenzkosten haben. Wobei ich unter Grenzkosten verstehe, die zusätzlichen Kosten, die dem Lieferanten durch den nächsten Kunden erwachsen, das ist im Prinzip das, was er an zusätzlichen Downloadgebühr sozusagen bei seinem eigenen Hoster hat. Das ist beim Humble Bundle minimal. Bei dem Hosten ist es schon ein bisschen höher. Nämlich spätestens dann, wenn es 100 neue sind, dann fällt ein neuer Server mal an. Nicht? Ja. Also ich wünsche Ihnen auch nur, dass es funktioniert. Wobei ich es vermute, dass die das ganz einfach lösen können, dass du einfach, wenn der Traffic zu hoch ist, dass du nach der Höhe deiner Monatsbeiträge gereiht wirst. Also, das würde ich jetzt machen. Das würde also eine Benachteiligung implizieren des Zahlenden. Das würde ja dem Prinzip jetzt wie so. Na, der wenig zahlt, hat dann halt eher Wartezeit als der viel zahlt. Ja, also das solche Sachen so wollen sie nicht machen. Wollen sie nicht machen. Nein, sie sind ganz frei, aber sie schreiben schon im FAQ und so weiter schon ein paar Dinge rein. Also es gibt bei denen einen Preis, den sie halt empfehlen. Du kannst drüber gehen. 5 Euro sind das. Das ist immer noch unter denen, was die selber für dich eigentlich ausgeben müssen. Also 5 Euro ist eigentlich zu wenig für die, aber sagen einfach mal, 5 Euro ist ein Orientierungspreis. Schreiben auch hin, wenn man ziemlich viel an Traffic verursacht,
oder wenn man ziemlich viel diese Maschine benutzt, dann ist deren Service wahrscheinlich sowieso der falsche. Mhm. Das passiert aber denen selber ziemlich selten. Mhm. Weil wenn du also Streaming im großen Maßstab, YouTube, bei denen hosten möchtest, dann machen sie dir sogar ein Angebot, möchtest du nicht vielleicht das lieber so und so. Mhm. Oder wenn man irgendetwas anderes drüber kommt, aber in der Regel, wenn du einmal drüber kommst, das ignorieren die. Es ist auch so, es gibt so eine kleine Sache noch. Ein Prozess darf maximal 600 MB Speicher verbrauchen. Ein Prozess, nicht der Benutzer, sondern ein Prozess. Und er darf für 10 Minuten allerdings das Doppelte auch verbrauchen. Also 1200 MB für 10 Minuten auch kein Problem. Das ist einfach nur, damit es nicht überhand nimmt. Und wenn dieser Prozess halt mehr als 10 Minuten 600 MB verbraucht hat oder wenn er direkt auf über 1,2 GB geht, dann wird der Prozess abgeschossen, also terminiert. Und der Benutzer bekommt eine E-Mail, dass es passiert ist. Und die sagen auch, das passiert regelmäßig. Das ist denen auch vollkommen egal. Und nur wenn es wirklich die ganze Zeit passiert, wenn das wirklich auffällig ist, dass da, hoppla, das ist sozusagen eine Schleife, der die ganze Zeit so einen Prozess startet, dann sagen die was. Mhm. Ansonsten, man wird nicht benachteiligt dafür, dass das passiert. Und an solche Kleinigkeiten denken die halt. Und das ist natürlich besonders ein Charme, den so ein Anbieter an den Tag bringt. Also ich empfehle Uberspace. Ich habe es bisher noch nicht ganz ausgetestet, aber bisher, was ich gelesen habe und so weiter und was ich bisher gemacht habe, fand ich toll. Ich empfehle euch was, wie ihr sehr viel über euer Gehirn lernen könnt. Ich weiß nicht, könnt ihr blind schreiben, wie man bei uns in Österreich sagt? Alle miteinander? Was heißt blind schreiben? Dass du nicht auf die Finger schauen musst, wenn du tippst. Ja. Nein. Also einerseits Zehn-Fingersystem und andererseits eben nicht auf die Finger schauen. Also Prinzipien. Tippen, genau. Ja. Und im Prinzip auch tippen, wenn die Tastatur nicht beschriftet ist. Heißt das? Ja. Natürlich. Gut, also ich konnte das bis vor 2 Jahren überhaupt nicht, nie gelernt. Und irgendwann hat es mir dann gereicht und gedacht, eigentlich ist es ja auch peinlich. Also ich will das lernen. Nur habe ich mir gedacht, einerseits ist mein Gehirn ziemlich verseucht von dem Tastatur-Layout. Und irgendwie schaut man ja dann doch runter und macht, na, wenn, dann lerne ich es gleich gescheit. Und gescheit bedeutet mit einem ergonomischen Tastaturlayout. Das heißt, du hast jetzt nicht das Quert, sondern Neos? Oder Neo 2. Neo 2. Ja, bin ich gut. Das ist so ein nerdiger Podcast. Absolut. Ja, das heißt, du hast jetzt im fortgeschrittenen Alter, weit über 30, hast du jetzt gesagt, ich lerne jetzt Neo blind. Genau, was mich dann dazu gebracht hat, nach ungefähr... Ich bin mechanisch nicht sehr schneller Lerner. Nach so etwa 3 bis 4 Monaten konnte ich dann das alte Tastatur-Layout nicht mehr. Das neue auch nicht wirklich. Was mich dazu gebracht hat, dass ich E-Mails nur mal sehr ungern beantworte. Auch gut, ja. Man muss dazu sagen, du hast dein eigenes Unternehmen. Ich glaube, das ist mal jetzt nicht so schlau, oder? Das könnte man auch sagen. Man programmiert dann auch weniger, also man schreibt weniger Code. Und was hat dann effizienter sein mit Code? Ich rufe einer an. Und dann berät man das. Wie kommen wir denn so gut? Aber man wird dann im Laufe der Zeit doch besser. Also das Gehirn programmiert sich dann. Und man, also es ist unglaublich, wie schwer das Tippen dann zeitweilig fällt, bis es dann wieder geht. Und irgendwann geht dann halt das Blindschreiben doch nach einiger Zeit. Man weiß gar nicht, und du hast vorher mit der QWERTY blindschreiben können oder auch? Überhaupt nicht. Ach so. Nein. Okay. Und die haben mir gedacht, jetzt wird es Zeit, dass ich das lerne. Und es hat noch den netten Nebeneffekt, dass kein anderer die Tastatur von einem verwenden will oder verwenden kann. Dein Laptop ist jetzt Deep Shake. Das haben viele gedacht. Und dann bin ich gekommen. Ja, und bist du jetzt konsequenter Neo-Nutzer oder was machst du, wenn du jetzt auf einem anderen Computer bist? Ich kann nur mehr Neo schreiben. Du kannst nur noch Neo. Alles andere ist tragisch. Okay. Also tendenziell würde ich dann auch lieber meine eigene Tastatur anstöpseln, wenn ich woanders arbeiten wollte. Müsste. Ja, und hast du deine eigene Tastatur gekauft oder nur mit Filzstift oben? Die gibt es nicht zu kaufen. Weder noch. Es gibt sie auch hin und wieder zu kaufen, so, ach, so in Sammelbestellungen, dass man individuelle bei Sherry. Aber was sehr einfach ist, ist, es gibt zu kaufen bei einem deutschen Hersteller Aufkleber für die Tastatur, weil es ist auch nicht nur spannend, dass die Buchstaben anders angeordnet sind. Das ist eigentlich, das ist schon ein Feature, dass die wesentlichen Buchstaben, das heißt, die 5 Vokale und die 5 häufigsten Konsonanten auf der Grundlinie sind.
Aber was eigentlich fast das größere Feature ist, dass man 6 Ebenen hat. Das heißt, so ziemlich jedes Sonderzeichen, das man als Programmierer jemals braucht, auch erreichbar hat auf der Tastatur. Und dass man das eben zumindest am Anfang auch ganz gern beschriftet auf der Tastatur hat. Ja. Wo jetzt das griechische Chi ist, weiß ich noch immer nicht auswendig, aber ich kann es nachschauen dann, wenn es war. Also so Tastaturaufkleber gibt es, die habe ich auf allen Tastaturen jetzt draufgeben und die halten jetzt doch schon knapp 2 Jahre, ohne dass jemals abgegangen ist. Und jetzt rein vom Praktischen, ich nehme an, zu Hause bist du Linux-User oder? Zu Hause bin ich Linux-User. Und war das schwierig, also deine diversen Linux-Distributionen zu erklären, dass du jetzt eine Neo-Tastatur hast? Linux ist trivial, weil da kann man es einfach wirklich umstellen, das ist gar kein Problem. Bei Mac weiß ich es nicht, weil ich es nie gemacht habe. Angeblich auch kein Problem. Bei Windows muss man Treiber installieren. Den gibt es in 2 Varianten. Ich habe beide Varianten schon mal installiert. Es haben beide funktioniert und ich weiß es auch mittlerweile, dass der auch unter Windows 10 funktioniert. Der klingt sich dann einfach als zusätzlicher DE-Treiber ein. Also beim Windows unterscheiden sie ja zwischen DE-Deutsch und AT-Deutsch und es ist dann ein zusätzlicher DE-Treiber, der Neo-2-Treiber. Und was sind jetzt die praktischen Erfahrungen mit Neos-Tippen anstatt mit QWERTY-Tippen? Dass ich jetzt blind schreiben kann, was ich früher nicht konnte und daher wirklich auf dem Bildschirm schaue. Man könnte jetzt behaupten, du hättest ja auch QWERTY blind lernen können. Könnte man sagen, da müsste man jetzt die Zeit 2 Jahre zurückdrehen und dann könnte man es vergleichen und man hat noch einmal die Chance. Okay, aber so findest du das jetzt angenehmer oder findest du tippst schneller oder tippst du schneller als zum Beispiel deine Kollegen oder so? Also ich weiß nicht, ob ich viel, ich glaube, ich bin nicht viel schneller als früher, aber ich bin sicher viel weniger fehlerbelastet oder behaftet, weil ich eben auf den Bildschirm schaue und kontinuierlich auf den Bildschirm schaue und damit sehe ich, was rauskommt. Ich glaube, man sollte das jetzt trennen. Du hast eigentlich jetzt 2 Sachen in einem. Das eine ist, dass du blind schreibst und das andere ist, dass du die Neo-Tastatur verwendest. Genau. Ne? Das Blindschreiben habe ich auch, seit ich 13 bin. Also das das habe ich mitgekriegt, damit die Neo-Tastatur war nur ein Side-Effekt. Ja, Aber sonst hast du irgendwelche tollen Effekte von der Neo-Tastatur? Oder gibt es eine eigene Community in Österreich der Neo-Tipper, die sich treffen in einem Restaurant und dann so gegenseitig mit Neo-Layouts? Also ich kann sagen, ich habe schon einen zweiten gefunden. Ja. Also, Community weiß ich von keiner. In Deutschland gab es hin und wieder mal Treffen. In Österreich weiß ich von nichts diesbezüglich. Ich habe dazu auch etwas zu nehmen. Es ist kaum zu glauben. Es gibt kein Thema, wo ich nicht was zu sagen hätte. Warte kurz. Gregor, Ja, du hast nicht viel zu Wort. Nein, das ist aber gut. Das ist ein Also, ich habe die erste damals verwenden wollen. Und Neo-Tastatur jetzt. Die erste, ja, das ist schon ewig lang her, über 10 Jahre. Und wenn man nach meinem Namen und Neo sucht, kommt man auf die Homepage von dem Anbieter sogar. Weil ich habe dem Typen ein Installer-Skript, glaube ich, irgend sowas war das für Linux geboten, also für den X-Server geboten. Ich weiß nicht mehr genau, was ich ihm damals geschickt habe. Ich habe es ein bisschen verbessert und ihm dann zugeschickt. Seitdem steht mein Name auf der Homepage von der DE Neo, von der alten. Falls es das noch gibt. Und Neo 2, ich kenne auch einen Benutzer, einen regelmäßigen. Mhm. Ich gehöre nicht mehr zu den Neo-Tippern, weil ich inzwischen QWERTY, also die amerikanische Variante, immer verwende. Nicht die deutsche, sondern die amerikanische. Okay. Aber ich kenne auch einen, der Neo tippt und dachte, das sei sicher. Und ich konnte mich noch erinnern, wo die ganzen Tasten sind. Also, also man glaubt, man ist zwar sicher, allerdings. Die Frage ist jetzt, ob die Personen, die wir beide kennen, distinkt ist. Dann hätten wir 2. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Okay, mir schon. Ja, können wir später drüber reden. Ja, ich kann es auch empfehlen, dir in Neo zu lernen. Also Neo 2. Ich kann noch ein Betriebssystem einwerfen, wo es geht, auf Chromebooks funktioniert es auch oft out of the box. Ist auch nur umzuschalten. Einfach. Es ist nämlich standardmäßig mit installiert und im KDE kann man das als Alternative auswählen. Also man wählt deutsche Tastatur aus und anschließend sagt man Layout, glaube ich, heißt das Neo statt zum Beispiel als GR mit Umlauttasten oder sonstige Sachen. Kann man auch auswählen. Genau. Es gibt auch noch die Dvorak-Tastatur. Wobei Dvorak ist ja eher amerikanische Sprache. Ja, es gibt auch eine deutsche. Das wusste ich noch nicht. Das ist und auch Neo ist ein Exzit für Deutsch. Dvorak gibt es halt, also es gibt einmal, wenn man US auswählt und dann Dvorak, das ist eine andere Tastaturbelegung als DE und dann Dvorak, aber es ist sehr ähnlich, so, genauso wie QWERTY und QWERTZ. Und Neo 2 ist halt schon standardmäßig auf allen Distributionen mit installiert und ist halt auch so ein Layout, was man sich aussuchen kann. Und das mache ich ab und zu auch dann, um meine Freundin zu ärgern oder sowas.
Aber da muss man schon ein bisschen suchen, damit man Tastaturanbieter dafür findet, oder? Also, notfalls, wie breit ist das? Ja, genau. Also notfalls nimmt man das Keyboard. Das ja, ist das eine Keyboard. Beschriftung. Ja, genau. Und ansonsten, naja, okay, die Aufkleber, da habe ich noch nicht dran gedacht, aber ich habe alles tippen gelernt, ohne auf die Tastatur zu schauen. Also inzwischen, ich tippe schon über 10 Jahre blind mindestens. Mhm. Und ja, Beschriftung achte ich schon ewig nicht mehr drauf. Da braucht man auch keine Tastaturbeleuchtung. Mhm. Kannst du auch dunkel tippen. Richtig. Zu Hinweis, er war gerade weg. Genau. Was? Wir haben deine Pause dokumentiert jetzt. Wir haben jetzt gerade im Podcast gelästert und das ist dann später zum Nachhören. Okay. Beim Shownotes schreiben werde ich dann wissen, was er. Apropos Podcast. Ja. Ich empfehle einen Podcast. Sehr gut. Ich glaube, es ist mir noch nicht empfohlen worden. Das sind die Linux Luddites. Nope. Ist noch nicht. Du musst mir jetzt erklären, was Luddites sind. Sind das die Maschinenstürmer? Kann das sein? Waren das die Luditen? Das kann sein. Unter der Bezeichnung kenne ich es nicht. Es geht um Handwerker aus der Textilbranche. Ja, das waren die. In England so. Karl May, die Weber. Ja. Maschinenstürmer. Wo es eben darum ging, die Automatisierung zu verhindern, ja, weil eben die Arbeitsplätze gefährdet werden. Und auch das Gesellschaftsmodell. Und im Endeffekt ist es dann aber übertragen worden, der Begriff, auf eher konservative Menschen, die den Fortschritt verhindern wollen. Mhm. Und so ist es dann auch bei dem Podcast. Ihre Tagline finde ich einfach herrlich. Mhm. Sie wollen also Automatisierung verhindern? We produce a show where we try all the latest free and open source software and then decide that we like the old stuff better. Ja, das ist schön. Und genau in diesem leicht sarkastischen Ton, in dem ich versucht habe, es rüberzubringen, ja, sind sie die ganze Zeit unterwegs. Es sind 3 Engländer. Mhm. Und es ist jede Show wieder eine neue Show von ihnen. Mhm. Also sie kommen jetzt, glaube ich, alle 2 Wochen. Die wechseln gerade im Modell ein bisschen hin und her zwischen alle 2 Wochen 2 Stunden oder einmal pro Woche 1 Stunde. Das ist, glaube ich, noch nicht so ganz entschieden, was sie jetzt dann wirklich machen werden. Aber es geht eben wirklich darum, so ein bisschen, auch ein bisschen ältere Herren, die ein bisschen dann lästern drüber. Und es sind sehr nett, sehr nette Leute. Sie sind für mich ein sehr schöner Ersatz geworden für die beiden, die wir vorher im Off besprochen haben. Ja, für die Linux Outlaws. Das sind statt 2 dann halt 3. Und diesmal ist kein deutscher Akzent dabei, sondern wirklich nur Engländer. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist ausgesprochen nett und sie testen sehr viele Distributionen, was ich schon lange nicht mehr im Podcast gefunden habe, weil es gibt ja doch noch einen ganzen Haufen hübsche Distributionen. Ja. Sie testen auch so Sachen wie Window Manager mal durch, so dritt jeder unabhängig und dann berichten sie von ihren Erfahrungen. Die investieren ganz schön viel Zeit in Vorbereitung. Ja, das stimmt. So ist es gegen, ja. Also das sind die Linux-Lorites. Ich würde mir jetzt noch irgendwas wünschen, es muss kein Podcast sein, einfach eine Liste. Neuester Scheiß und es ist eigentlich wirklich Scheiß, weil es ist neu. Wir wollen es nicht. Weil oft irgendwelche neuen Sachen, die dann alles besser machen wollen und dann ist es doch nur das 10.000. Framework. Genau, richtig. Also es ist nicht mal auf Software beschränkt, auch Stühle. Es gibt inzwischen neue Stühle, wirklich? Die so und so aufgebaut sind. 2000. Und ja, bei Ikea, das ist dann nur noch eckig und so weiter. Ganz simpel und einfach und es sind eigentlich doch nur Stühle. Ja, ja. Es kommt dann immer so eine Modemüdigkeit raus. Modemüdigkeit. Das kristallisiert sich schon. Ich bleib bei meinen Tonnet-Stühlen. Ich habe keine. Verdammt. Ja, ich habe auch noch einen Podcast zu empfehlen. Bitte. Methodisch Inkorrekt heißt der. Bin drüber gestolpert bei den eh nicht so unbekannten Skeptikern-Podcast. Na, wie heißen sie? Die Skeptiker, ne? Ja, genau, richtig. Fallen uns beide jetzt der Name nicht ein. Wir hören sie ja beide. Ja, richtig. Wie heißen dieses Pärchen aus Hamburg? Ja, genau. Phänomene skeptisch bin. Ach, muss ich meinen Bayon-Pod aufmachen. Sind skeptisch? Na, Skeptiker? Sind nicht Skeptiker? Zaza.
Okay. Das kommt davon, wenn man über 80 Podcasts abonniert hat. Und sie sind nämlich erst jetzt wieder mal Zwischenfrage, wie macht ihr das, so viel Podcasts zu hören? Habt ihr, ich höre nicht alle. Also, okay. Da. Ich habe noch nie einen Podcast gehört. Selbst also, du dies bist, noch nie. Du bist sprechen. Das ist ein Vorteil. Ja. Right only. Ganz, ganz frisch. Bei mir fliegen die Podcasts halt einfach auch wieder raus. Also, wenn ich wechsle auch durch. Und momentan gebe ich mal halt die Biertaucher, weil es mir Spaß macht. Ich sehe es als Urlaubsbeschäftigung. Ich habe mir jetzt ein bisschen Urlaub gegönnt. Herrlich. Wir müssen eine spezielle Medaille gründen für Leute, die alle Biertaucher-Folgen durchgestanden haben. Ja. 75 habe ich noch vor mir. Also, was, du bist jetzt echt schon bei über 100 jetzt? Weit drüber, 150. Ja, das ist wirklich jede Ahnung. Hoxilla heißt der Podcast. Ah, okay, ja, Hoxilla natürlich. Skeptische Podcast. Ich werde demnächst auch alle Shownotes mit den Timestamps einbauen, damit ich sie nämlich alle eintippen kann und sagen kann, das interessiert mich gerade, das will ich jetzt wirklich mal hören. Sehr gut, ja. Okay, wir haben mal. Ja, passt. Ja, genau, methodisch inkorrekt. Genau, das sind zwei, methodisch inkorrekt, sind zwei Wissenschaftler, arbeiten auf der Uni, sind, glaube ich, beide Physiker, soweit ich mich daran erinnern kann. Und sie, das Konzept ist eigentlich relativ einfach. Sie nehmen wissenschaftliche Papers und besprechen die. Sehr gut, so, ja. On Detail. Oder wenn irgendwas Größeres passiert, wie zum Beispiel jetzt am Nobelpreis, dann nehmen sie sich auch die Arbeiten dieser Nobelpreisträger her und diskutieren darüber. Also du hast Wissenschaftler, die für dich wissenschaftliche Papers diskutieren. Richtig, genau. Und das ist ziemlich interessant. Wenn man schon mal so auf der Uni war oder so, ist es auf jeden Fall wieder nett, so in dieses wissenschaftliche Paper lesen und auch erklärend greifen sie halt ein, diese ganzen Sachen zu machen. Und das Ganze richtet sich an Wissenschaftler oder ist schon so ein es hat dann auf jeden Fall einen Wissenschaftsvermittlungsansatz drinnen. Das ist jetzt nicht nur. Man muss nicht studiert zu haben, um den Podcast zu machen. Ja, das sind teilweise, weißt du, manchmal, das sind halt so, das sind Wissenschaftler, kommen manchmal aus ihrer eigenen Welt auch nicht heraus, können zwischendurch auch irgendwie dich verlieren. Irgendwie ist es auch ein Podcast, wo du sehr genau zuhören musst. In der Elfenbeinbubble. Aber an und für sich bemühen sie sich sehr und sie machen einen guten Job und versuchen da auch irgendwie so Sachen des wissenschaftlichen Betriebes irgendwie herauszuarbeiten, was ich sehe, sehr, das macht sie für mich sehr sympathisch, dass sie sehr auf Open Access stehen. Das ist eine Veröffentlichungsform für wissenschaftliche Papers eben, die eben einen anderen Ansatz wählen, als wenn man seine wissenschaftliche Papers, also im normalen Betrieb, für exklusiv für gewisse wissenschaftliche Magazine veröffentlicht. Das bringt dann ein gewisses Renommee mit sich. Da musst du dich auch mit deinem, wenn du jetzt so im Mittelstand der Universität arbeitest, auch mit deinem höheren Professor arrangieren und wer dann auf dem Paper draufsteht und so. Also von diesem ganzen Betrieb kriegt man auch ein bisschen mit. Und sie haben einen ganz recht guten Mix, weil sie bringen dann auch zum Beispiel ein Experiment, das sie dann auch live vorführen im Podcast. Also alles in allem hat mir das durchaus Spaß gemacht in letzter Zeit. Und einmal hat mich auch gefreut, sie haben nämlich es hat anscheinend ein Podcaster-Treffen gegeben in Deutschland und da haben sie nämlich auch eine Podcaster-Kollegin von uns getroffen, die Melanie Bartosch war dort und ein Haufen andere dieser wissenschaftliche Podcast und das, wie gesagt, reinhören. Am Anfang muss man sich vielleicht ein bisschen auf deren Humor und die Art einstellen oder so, aber mich haben sie so ab den ersten 1,5 Stunden haben sie dann eigentlich gehabt. Gerade weil sie ein schönes Panoptikum haben. Und der eine, was mich, das ist auch so ein persönlicher Fetisch von mir, der forscht noch, das erwähnt er auch öfters zum Thema Graphen. Graphen, diesen Kohlenstoff. Nanoröhrchen. Ja, genau. Ah, okay. Also diese eindimensionalen Kohlenstoff, die man ausrollen kann, der ganz besondere Eigenschaften. Wo dann die Monofaser rauskommt. Ja, das ist schon seit Jahren so ein postulierter Zukunftsarbeitsstoff. Bevor das im Mediamarkt nicht zu kaufen ist, glaube ich noch nicht dran. Aber der Typ forscht eben dazu und erzählt auch ein bisschen was. Super, ja. Und das ist, ja, kann man mal reinhören. Ist auf Deutsch. Ist eine Empfehlung, ist auf Deutsch, ja. Und was haben die so für Themen? Sind das wissenschaftliche Themen aus der Naturwissenschaft? Es ist wirklich breit gestreut. Also was ich zum Beispiel von vornherein sagen kann, aus den Wirtschaftswissenschaften gibt es wenig und da machen sie auch durchaus ihre Witzchen über die keine Wissenschaft. Also da wird es dann haarig bei Ihnen. Aber Sie haben jetzt nicht nur physikalische Papers, sondern auch durchaus Studien, die rausgekommen sind, besprechen Sie. Also da ist Ihr Themenfeld schon weiter gestreut als das rein physikalische. Und ist auch methodisch inkorrekt ein Thema des Ganzen?
Also gehen Sie darauf ein, dass es falsch ist? Dann müsste ich von... Das ist ja einer der Podcasts, es gibt bei mir mehrere Stufen des Nachhörens. Bei denen ist eins, wo ich mich von der neuesten Folge auf die ältesten hinarbeite. Wenn Sie jetzt du hast rückwärts jetzt. Ja, genau. Und wenn Sie weiter so gut bleiben und ich mir auch irgendwann mal Urlaub nehmen möchte, dann nehme ich mir die Folge 1 vor und also dann hörst von die hinten von nach vorne. Das ist dann noch eine Stufe höher. Ich glaube, man kann das so sagen, das ist eigentlich die höchste Auszeichnung für einen Podcaster, wenn es Leute gibt, die sagen, wir hören das jetzt von 1 zurück. So bei mir auf jeden Fall. Das ist halt Zeit, die man einfach investiert. Ne? Ja, Zeit ist viel und muss interessant sein, sonst macht man sich die Arbeit nicht. Hat noch wer einen Podcast? Nein. Dann habe ich ein Webinar. Weil der Nachteil beim Podcast ist ja, das ist nur was Passives. Und beim Webinar, da ist es halt dann doch tendenziell eher was Aktives auch zumindest dabei. Und es gibt ein Webinar, da bin ich jetzt seit Anfang des Sommers mit jede Woche fast mit dabei, wenn es sich ausgeht. Das ist der Verbal to Visual Classroom. Ich glaube, ich habe ihn einmal angekündigt, dass ich darüber reden werde und bin da nicht dazu gekommen. Ist das nicht das, was du schon erzählt hast von diesem California? Oder ja, aber ich glaube, ich habe es entweder nur dir, erzählt und im Podcast, glaube ich, habe ich es einmal angekündigt. Also und du bist Fernlernender. Ich bin Fernlernender bei einem Kurs, der ursprünglich angefangen hat in Form einer Webseite Verbal to Visual von Doug Neal. Der dann einen Kurs daraus gemacht hat mit 9 Lektionen und im Laufe dessen hat sich das dann weiterentwickelt in ein regelmäßiges Webinar, das einmal in der Woche stattfindet, wo sich die Leute, die in dem Bereich aktiv sind, die in dem Bereich was lernen wollen, treffen und die letzte Woche sozusagen Revue passieren lassen und austauschen, was sie so Neues gelernt haben, aufgeschnappt haben und so weiter. Und vielleicht sollte ich doch noch ums Thema reden, um das es eigentlich geht. Was ist dieses Verbal to Visual? Es geht darum, etwas visualisieren zu können. Es kommt ursprünglich aus der Szene Sketchnotings raus. Also das heißt, wenn man wo mitschreibt bei einem Vortrag, dass man vielleicht nicht nur Plain Text mitschreibt, sondern das auch versucht, ein bisschen grafisch zu gestalten durch Segmentierung auf der Seite, aber auch durch Icons oder Diagramme oder sowas in die Richtung. Und wie kriegt man das unter einen Hut, während man auf der einen Seite das hört, gleichzeitig es zu schaffen, auf der Seite halbwegs eine Struktur, ein Layout hinzukriegen, den Text, der wichtig ist, runterzukriegen und auch die Diagramme und auch die Icons runterzukriegen. Dazu braucht man gewisses visuelles Vokabular, das man sich erarbeiten muss. Dazu braucht man ein bisschen einen Umgang mit unterschiedlichen Stiften eventuell. Vielleicht will man auch noch Farbe richtig einsetzen. Und das Ganze ja ständig unter Zeitdruck. Weil und das Ganze unter Zeitdruck. Weiterläuft der Vortrag. Und diese Sachen eben zu lernen. Und mich interessiert es nicht so sehr für das Sketchnoting, weil ich schreibe eigentlich kaum mehr wo mit. Mich interessiert es für Visualisierung, für Vorträge, die ich halte. Also das, was man so früher gesagt hat, PowerPoint-Präsentationen, die mache ich jetzt ganz anders als früher. Also tendenziell ist das für mich nur mehr ein, zwei Worte auf einer Slide und so ein Icon eben drauf. Sowas in die Richtung oder andere Sachen zu visualisieren. Das heißt, du nimmst für deine eigenen Vorträge das Mitschreiben vorweg? Und tust das auf die Folie drauf? Ich würde ich nicht einmal sagen, ich sage nur, ich nehm mir Techniken raus, die ich dort lerne aus dem Mitschreiben und adaptiere sie in einen anderen Bereich. Und das macht mir sehr viel Spaß und es ist auch für mich das erste Mal so an so einer internationalen Runde teilzunehmen, weil es wirklich Leute von allen Kontinenten sind. Also es ist eine Dame aus Tasmanien dabei, eine aus Pakistan, es sind ein paar Amerikaner, es ist lustigerweise eine zweite Wienerin dabei. Und dann alles auf Englisch, nehme ich an. Alles auf Englisch natürlich. Und dann, nachdem du immer so schöne Anekdoten bringst, bringe ich jetzt auch eine Anekdote. Letzte Woche Freitag komme ich wieder zur vereinbarten Zeit und sehe auch gerade, wie die zweite Österreicherin aufpoppt. Und das Komische ist... Ihr macht das über Google Hangout? Oder über Google Hangout, genau. Und das Komische ist, man hat sofort das Gefühl, das sind alle schon da und es wirkt so, als wären die alle schon fertig. Aber bin gerade erst gekommen und auch die zweite Österreicherin ist gerade erst und die fangen schon fast an, sich zu verabschieden. Woran kann das plötzlich liegen? Wir haben ja gerade die Zeitumstellung gehabt von Sommerzeit auf Winterzeit. Gab's nicht. Und das ist kein internationales Phänomen, an welchem Tag zurück umgestellt wird. Sprich, die Amerikaner stellen je nach Bundesstaat auch noch zu unterschlägen und da um eine Woche später um als wir. Und das vergesse ich jedes Semester, bin ich wieder falsch versetzt. Jetzt eine ganz dumme Frage, weil ich das noch gar nicht kenne. Was ist ein Webinar? Ein Kurs, der übers Internet abgehalten wird, in so allgemeiner Form. Okay, das heißt also, es ist dann sozusagen eine
Leinwand zu sehen, das was normalerweise bei gibt sehr viele Modi, wie man das abhalten kann. Bei ihm ist es einerseits, dass er YouTube-Videos erstellt, wo er Sachen erklärt, wo er auch dieses Sketchnoting demonstriert. Das ist auch frei erhältlich auf YouTube und auch auf seiner Website, also das ist auch schon sehenswert. Es ist die Geschichte mit diesem Google Hangouts, wo man eben sich unterhaltet. Es ist aber auch das, er verwendet auch Foren dafür. Er stellt Aufgaben, er gibt PDFs zum Download, Arbeitsblätter. Also der engagiert sich sehr. Ja, mittlerweile ist das sein Haupteinkommen zumindest, das einzige nicht, weil er macht es auch als Freelancer, eben bei Konferenzen sich zu engagieren und dort halt zu Sketchnoten zum Beispiel. Also diese Webinars haben sehr unterschiedliche Formen, je nachdem, was hat derjenige oder die. Wie läuft das mit der Bezahlung? Was zahlst du dafür? Da ist es so, dass du es entweder zahlen kannst pro Monat, pro Jahr oder forever. Und ich habe das besondere Glück gehabt, ich war bei der ersten Tranche dabei, ich habe die sehr früh gefunden, habe daher die erste Gebühr gezahlt, wo er eigentlich noch nicht genau gewusst hat, was er damit machen will, da war es nur ein kleiner Kurs und das mit dem, was ich für den kleinen Kurs gezahlt habe, bin ich mittlerweile abgeredet worden zur Lifetime-Membership. Das heißt, also, du kannst jetzt ewig. Ich kann jetzt ewig dort und ich habe damals gezahlt, ich gebe zu, damals nur 50 Euro gezahlt, mittlerweile zahlt man für die Lifetime-Membership $200. Also es ist jetzt auch nicht das Übergang. Geld. Ja. Es ist pro Monat $10, pro Jahr $100 und Lifetime $200. Also wenn man weiß, ich mache das sowieso 2 Jahre direkt Lifetime. Lifetime, genau. Und man kann sich eben schöner, wenn ich mich rausfinden will, ist das was für mich? Er hat mittlerweile, glaube ich, 60 oder 70 YouTube-Videos auf seinem Channel. Und die sind frei dann verfügbar? Die sind immer vollkommen frei, einfach auf seinem YouTube-Channel und die kann man sich anschauen. Und hast du jetzt was davon, dass du mit den anderen Teilnehmern interagierst, mit den anderen Schülern sozusagen? Ist das ein Mehrwert im Gegensatz zu nur anonymen YouTube-Video-Klotzen? Zumindest habe ich viel Spaß. Mittlerweile sind die Leute auch schon so eine Peer-Group, wie das hier vielleicht eine Art Peer-Group ist. Und es sind recht interessante Leute dabei. Du hast einen globalen Stammtisch an dem Netzteil. Genau. Und was auch, ich habe diese internationalen Gruppen sehr gern. Ich rede ganz gerne mal Englisch, um das auch wieder ein bisschen zu üben. Deswegen habe ich auch den englischen Podcast hier sehr genossen. Und es ist, was auch noch spannend ist, ist, dass die Leute immer wieder durchtauschen und immer wieder interessante andere Persönlichkeiten dazukommen, die einerseits zwar doch aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen, aber irgendwie sind nette Leute überall gleich nett. Und das ist so das. Das ist wurscht. Ja, wurscht, wo die her sind. Ob die aus Tasmanien ist oder aus Pakistan oder von einem anderen Wiener Hieb ist man. Ich würde gern noch über meinen Schreibtisch erzählen, weil es lustig ist. Ja? Nur kann irgendjemand das Mikrofon halten, weil ich muss unten hinten herumfuchteln beim Reden. Nehme ich irgendwem die Redezeit weg? Oder? Nein. Okay. Gibt es hier eine Begrenzung? Nein, nur falls jemand ganz was dringend ist. Okay. Ich habe hier nämlich nur noch ein Thema stehen. Okay. Also, weil wir vorhin über wirtschaftliche Entscheidungen gesprochen haben und Preisfindung und so. Und vor 2 Wochen hat mir der Stefan netterweise das Buch geborgt, Get Clients Now. In den Shownotes bitte nachlesen. Und der Hintergrund war, dass ich mal beim Stefan eingeladen worden war und er und seine Freundin haben mich beraten, wie ich halt mehr Kunden kriege, weil das derzeit bei mir ein bisschen ein Anliegen ist. Und dann habe ich das Buch gelesen und das war so typisch amerikanisch. So jedes Problem der Welt kann man durch eine To-Do-Liste lösen und so do you can do und if you just want to, you can and bla bla bla. Ja, genau. Ja, und so. Und ich bin ja schon allergisch, wenn ich eine Shownotes-Liste im Vorhinein anlegen muss, dann fühle ich mich ja schon kastriert und bevormundet und so. Und das war jetzt nicht so ganz meins und dann habe ich das halt so, ich habe es dann ein bisschen diagonal gelesen und also vieles war halt so gegen das, wie ich funktioniere. Ne? Und andererseits muss man auch zugeben, alles funktioniert nicht so gut, so wie ich funktioniere. Ne? Also ich habe ca. 100 Kunden zu wenig, um mich wirklich wohlzufühlen. Und naja, und jetzt, dann habe ich das Buch wieder zurückgegeben, aber das hat nachgewirkt. Und inzwischen ist was anderes passiert. Die
österreichisches Finanzamt hat mir einen Brief geschrieben, wie jedes Jahr, wo sie mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass jetzt Herbst ist und dass ich eben schon im Jänner oder zu Jahresanfang meine Steuererklärung für 2014 hätte abgeben sollen und dass jetzt Zeit ist und dass ich das jetzt eben genau bis gestern hätte machen sollen. Das ist immer so bekannt. Ja, das ist eine schöne Tradition. Aber 2015. Wir haben 2015 November, ja. Na, und ich habe es dann auch wirklich an einem Wochenende geschafft. Und das Schlimme ist ja nicht das Online-Formular ausfüllen, das kann ich ja mittlerweile. Ich bin schon seit 2006 selbstständig. Und das Schlimme ist auch nicht meine paar kümmerlichen Einnahmen zusammenrechnen, die passen auf eine sehr kleine Excel-Liste oder meine paar Ausgaben zusammenrechnen. Das ist auch nicht das Thema. Ja. Das Thema ist, und das ist das, was wirklich so schlimm ist daran, ich habe einen sehr großen Schreibtisch. Und wenn ich jetzt irgendeine Rechnung produziert habe, also eine Ausgabe, dann tue ich die da am Schreibtisch wohin, wo ich es später wieder finde und dann einmal eintippen kann. Das ist aber nur einmal im Jahr der Fall. Das heißt, da wächst so ein sehr großer Stapel voller grauslichen Sachen, so wie eine unerledigte Hausübungenstapel, ja, den ich auch nicht anschauen will, sondern nur nach oben wächst. Große Pile of bei. Und mit den Einnahmen bin ich ein bisschen sorgfältiger, weil ich muss ja auch Rechnungen ausdrucken, aber das ist halt auch ein Peil. Ja. Und noch dazu kommt, dass das Schlimme ist, ich will nicht wissen, wie viel ich verdient habe, weil das deprimiert mich immer. Ja. Ich bin jetzt kein so super Größeres und das tut dann so gewisse Lifetime-Entscheidungen in Frage stellen, wie war das gescheit, dass du dich selbstständig gemacht hast oder ist das wirklich toll, weniger zu verdienen als das Excel oder dieses Mindestlohn oder so ist, macht. Also einmal pro Jahr. Ja, das ist so circa so angenehm, wie sich auf die Waage stellen, wenn man weiß, man hat über Gewicht. Ja. Du hast Unterverdienst. Ja. Okay, und diese zwei Sachen kommen halt zusammen. Schreibtisch aufräumen müssen und dann sehen, wie wenig man verdient hat. Wirklich kritisch wird es dann, wenn das Finanzamt dir unterstellt, dass du das Ganze nur wegen Liebhaberei machst. Ja, da warte ich eh schon, bis zu sagen, dass ich an Liebhaberei verfolge. Nein, es ist ganz so schlimm, ist auch nicht. Also, aber, was ist das denn, Liebhaberei? Ja, wenn du ein Geschäft hast, was nichts bringt. Weil du eigentlich versuchst, da muss man dazu sagen, das Liebhabereiverdacht macht dann einen Sinn, wenn du eine gutgehende Firma hast, ja. Ja, magst aber keine Steuer zahlen und gründest jetzt, was weiß ich, für das Pferdegestüt deiner Frau eine zweite Firma, die einen Verlust macht und leitest das da um. Ah, okay, aber du hast auch kein zweites Geschäft, oder? Nein, ich habe auch keins, das gut geht. Das motiviert einen nicht, oder? Das sind so wie Spiele, die einen fragen, aber du kannst jederzeit auf easy umschalten, wenn dir das zu schwer ist oder so. Ja, also das Finanzamt nimmt dann halt Angst an, dass da was nicht stimmt, ne? Und für jemanden, der Geschäft ernsthaft betreiben will, ist es einfach demütigend. Ne? Ja, du kennst das vielleicht auch. Wenn du dann denkst, und in der Scheißfirma, von der ich kündigt habe, habe ich eigentlich schon sehr viel mehr verdient als jetzt. Das sind also die Sachen, die du nicht gerne dir selber zugestehst. Okay, auf jeden Fall. Und auch, also neben diesem Stapel of Bay von Sachen, die ich nicht haben will, habe ich noch einen zweiten Stapel und mein Vater sagt immer, das hat so einen Schüttkegel, also wo der bald so eigene Lawinen produzieren wird. Und der besteht aus Dingen, die ich von irgendwelchen hochinteressanten Messen heimgeschleppt habe, meistens säckeweise, so super Prospekte und Behördenbroschüren und ganz tolle Sachen, wo ich Berge von Visitenkarten von Leuten, die ich interessant finde und die mit mir ein Geschäft machen wollten und so weiter. Und obendrauf kommt dann immer so Dinge, die ich gern lesen würde und Dinge, die ich kurz aufgeschrieben habe und noch was. Also ich habe so ein Papiergebirge auf meinem Schreibtisch. Ich habe noch einen zweiten Schreibtisch für die Kundencomputer. Ja, und das Schlimme, das, was mich eigentlich nervt an dem Steuererklärung machen, ist, dass ich meinen Schreibtisch aufräumen muss. Ja, das habe ich das halt machen müssen. Man sieht jetzt sogar wieder, ich habe jetzt entdeckt, ich habe einen Holzschreibtisch. Ja, habe ich ein Jahr lang nicht gesehen. Und im Zuge des Aufräumens habe ich entdeckt circa 4 USB-Sticks, die ich schon lange gesucht habe, mit wichtigen Daten drauf. Und, worauf ich sehr stolz bin, 5 Euro. Das ist ja mal was. Jetzt kommst du wenigstens aus dem Verdacht wieder raus. Genau, ja, also... Es zahlt sich aus. Ja, und während ich das gemacht habe, das ist jetzt der Punkt, weil in diesem Get Clients Now Buch war eigentlich für mich das Wertvolle dran, sind auch diese ganzen Marketingbegriffe, die man so irgendwie kennt, aber nicht genau zuordnen kann, wenn man nicht Wirtschaft studiert hat. Nämlich, was ist ein Lead, was ist ein Deal? Deal, ja okay, das schon noch. Aber so ein paar Begriffe waren halt. Und was in dem Buch vorgeschlagen worden ist, ja, man soll sich einfach regelmäßig
bei dem Wort hat meine Sympathie dann schon verlassen. Regelmäßig hinsetzen und etwas machen, also drei Unworte für mich in einem Satz. Und zum Beispiel einfach nur jede Woche drei potenzielle Kunden anschreiben oder drei bestehende Kunden oder bestehende Kontakte anschreiben, damit die Kunden werden. Also halt einfach regelmäßig an der Kundenbearbeitung arbeiten. Es ist einerseits die Konsequenz, die ein Thema ist in dem Buch, und andererseits erarbeitet man sich mit diesem Buch, wenn man einmal komplett durch ist, ein Programm, das sich über 4 Wochen erstreckt und das man dann alle 4 Wochen durchführen soll, bis man eben nicht mehr zu wenig Kunden hat. Das ist so die Idee dahinter, eben dieses konstante, brave Abarbeiten des Programms, das man sich selber erarbeitet hat. Aber es ist sicher vernünftig, dass das Marketing passiert nicht von allein. Du musst dich halt hinsetzen und du musst halt was machen. Ne? So, und das haben wir jetzt aus dem Mund vom Horst Jens gehört. Das wollen wir hier jetzt festhalten, inklusive Datum und Uhrzeit. Ja, man muss dazu sagen, also wenn wir vor allem beim Thema Übergewicht haben, das ist so wie, jetzt, ich muss jetzt abnehmen. Oder? Gehen Sie mal in den Folgen hinein, wenn es so weit her ist, ein Jahr vorwärts, bis 2016 aussieht. Aber das Lustige, was ich erzählen wollte, ich habe jetzt meine steuerpflichtigen Dokumente in andere Ordner verstaut und eine gewisse Volumensminderung auf meinem Schreibtisch, aber da waren ja noch diese riesige Berg von potenziell nützlichen Visitenkarten, Prospekten und Kontaktadressen, die ich und Messe klumpert. Und da habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe auf den Boden eine große Pappkartonkiste gestellt, so also circa einem Kubikmeter Inhalt, und dann mit so großen Armbewegungen alle diese Visitenkarten hineingewischt. Und ich jetzt einmal circa 4 Jahre durchgehend Urlaub habe, werde ich jede von diesen Visitenkarten nehmen und den anschreiben. Hallo, I found your business card. I hope you're not dead yet. I somehow found you interesting and want to do business with you. Und das werde ich dann machen. Ich habe einen Plan. Ich glaube, ich muss dir noch ein anderes Programm empfehlen. Das ist von David Allen. Vielleicht ist der hier auch bekannt. Das ist Getting Things Done. Oh ja, doch. Das sollte gegen die Papierhaufen helfen. Ja. Wie wäre es denn mit den Visitenkarten irgendwie eindigitalisieren? Ja. Was würde den Stapel auch produzieren? Schau her, ich muss jetzt das International Open Magazine machen. Das ist, bringt zwar null Geld, aber das ist so viel wichtiger. Ja, räum nicht auf, häng überall kleine Text dran, so machen das die Suchmaschinen auch. Du musst nicht aufräumen, ist alles richtig beschrieben. Nein. Oder du schaffst dir eine Sekretärin an. Ja, mit welchem Geld? Ja, die verdienen dann im Endeffekt mehr du als du. Ne? Ja, ich bräuchte erst mehr Kunden. Aber das wird erst. Ja, wurscht. Es passt schon. Aber was ich sagen wollte, ist, also auch wenn einem diese amerikanischen Ratgeberbücher wie Get Clients Now ein bisschen oberflächlich und sehr so, haha, du kannst, wenn du willst, vorkommen am Anfang, es steckt auch wahre Erkenntnisse drin. Und man muss halt auch selber die Bereitschaft haben, das absolut zu akzeptieren. Das war's dazu. Ja, Leute, ich weiß ja auch nicht, wie ist denn eure... Ich habe noch einen schönen französischen Film. Ja, dann bitte. Ich habe noch ein Thema, weil das vorgeschlagen worden ist, ohne dass ich irgendwas wusste. Auch ein französisches Thema? Nein, also. Ich hätte noch dreimal Kultur. Ja, dann machen wir jetzt ein schöner Leben und Kultur. Ja, wir gehen jetzt einmal so mit der Kultur durch. Dann würde ich sagen, einmal er, dann einmal er, dann der. Gut, einmal Kurzkultur. Ja, muss ja auch mal darüber. Am Sonntag war ich in Klosterneuburg mit meiner Freundin und auf Fahrrad unterwegs im Museum Essl. Ah, schön. Wer was für moderne Kunst über hat, die haben gerade eine Ausstellung, nicht besonders groß, also man braucht da nicht arg viel Zeit, für deutsche zeitgenössische Kunst. Sehr viele verschiedene Sachen. Manche Sachen, wo ich mich frage, dass man das wirklich als Kunst bezeichnet, aber manche Sachen, die ich echt schön gefunden habe. Mhm. Also auf jeden Fall einen schönen Radausflug. Kannst du ein Beispiel nennen für eine schöne Kunst? Ich merke keinen Namen. Nur beschreiben, was es war. Also ein Salzstreuer? Oder? Nein, drei Riesengemälde, die schon richtig dreidimensional gewirkt haben, weil die Farbe so dick aufgetragen war, unheimlich bedrohlich auf einen wirkend, faszinierend. Also wirklich. Also es waren einfach Gemälde. Coole Sachen, ja, Gemälde. Und die waren abstrakt oder die haben was dargestellt? Die haben eine Mischung aus abstrakt und realistisch. Also es war vor einem Meereshintergrund mit einer bedrohlichen Stimmung dann ein Objekt, das geschwebt ist. Ziemlich beeindruckend. Mhm.
Ich finde auch, also Leute, lasst euch nicht abschrecken bei moderner Kunst, auch wenn ihr vielleicht oft mal so daneben schlagt nach eurem Empfinden und so, sie euch solche modernen Stücke manchmal gar nicht sagen. Aber es ist sehr lohnend, weil gerade in den Grenzbereichen, wo man vielleicht dann doch mal stehen bleibt, und kann das dann durchaus lohnend sein. Also und nicht wer weiß, ob die in 50 Jahren nicht urberühmt werden und dann kann man sagen, ich habe in der Country, wie er jung war. So, ja. Da hat noch keiner hat das erkannt. Ich habe gleich gesagt, der wird einmal was. Aber bei Kunst, das ist so eine Sache, es gibt Kunstwerke, die als moderne, als Kunstwerke durchgehen, wie zum Beispiel die berühmte Badewanne in Bonn auf einem Podest, wo die Putzfrau vorbeikam und den Fleck rausgewischt hat. Ah ja, da gibt es einige Geschichten. Wo dann 20.000 Euro über den Ladentisch gingen an den Künstler, weil das Kunstwerk zerstört worden ist. Also ich finde, nicht alles, was sich als Kunst bezeichnet, kann man wirklich sagen, ist Kunst, weil ja, es ist so Kunst. Ja. Ja, es hat jedenfalls nichts Schönes an sich. Ich habe mich mal mit einem Künstler nämlich unterhalten dieses Kunst Jahr. Muss nicht schön sein. Genau, richtig. Ja, es muss wehtun. Ist auch eine Ansichtsweise, stimmt. Mhm. Ich habe mich mit dieses Jahr mit einem Künstler unterhalten. Da war ich auf dieser Burg. Guckt in den Shownotes von den letzten Podcasts nach, ja, wo ich überall war. Genau. Und eines, da war ein Künstler mit dem Pomponismus. Genau, richtig. Hatte ich, glaube ich, sogar erzählt. Eine eigene Stilrichtung und so, ja. Die hast du empfohlen. Die hast du schön gemacht. Ja, genau, das war ein Stillleben. Das war modern und gleichzeitig alt, weil das wirkte schön dadurch, dass es alt war und gleichzeitig war es modern. Also es ist so eine Mischung aus beidem. Und es ist... Ja, mit dem habe ich mich unterhalten und er findet, dass die ganzen Kunstwerke, die als Kunstwerke verkauft werden, nicht wirklich Kunstwerke sind, weil was ist daran bitte der künstlerische, kreative Gedanke und wie viel Arbeit hat er im Endeffekt hineingesteckt? Und wenn man danach geht, nach dem Arbeit und wie viel Geld bekomme ich dafür, ist natürlich moderne Kunst für den Künstler am lukrativsten, weil keine Arbeit, aber es ist ein Kunstwerk. Einfach mal eben ein weißes Blatt Papier, gibt es nämlich tatsächlich, hängt in Köln, eine Leinwand, wo nichts drauf ist. Es gibt in Köln auch eine Leinwand, die wurde einfach nur in einem bestimmten Blau komplett gestrichen. Da kann man auch sagen, ja, da hat Arbeit reingesteckt und hat ein bestimmtes Blau entwickelt und hat damit das ganze Gemälde gemalt. Also das ist schon ein bisschen grenzwertig. Ja, aber jede abstraktere Kunst wird es halt immer schwieriger. Umso mehr. Und da ist auch wieder so eine Passformulierung, aber die kann man ja bringen, ist der Betrachter halt mehr Projektionsfläche als so die, als das Kunstwerk vielleicht dann manchmal herausgibt. Aber ja, natürlich. Wer vielleicht für die bildende Kunst nicht so viel über hat, aber trotzdem dorthin muss, aus welchem Grund auch immer. Kunstmuseum Essl ist, das Kunstmuseum Essl ist architektonisch sehr interessant. Mhm. Von außen auch wieder grenzwertig, würde ich sagen. Von innen ziemlich optimal. Also ich kenne kein Kunst, vielleicht noch das Lentus, das an das heranreicht in Linz, mit dermaßen interessanter Architektur, um Kunst zu präsentieren. Mhm. Das Sammlung Essl kann ich auch empfehlen, weil ich auch zweimal dort und sehr gut gefallen war. Ich kann was zum Thema bildende Kunst oder darstellen. Wie heißt das, wenn man Skulpturen ausstellt? 3D-Kunst. Sagen, ja, tut mir leid, ich bin da voll die Kunstbanause. Ich war im Augarten, also ich wohne dort und da gibt es das ehemalige Ambrose-Museum bei der Nordpolstraße. Und ich muss gestehen, das gibt es ein kleines Café und so eine sehr große Kunsthalle, wo, glaube ich, auch immer zwei Artists in Residenz wirken dürfen. Und ich muss gestehen, ich war da, glaube ich, erst einmal drinnen und kann mich auch nicht erinnern, was ich dort gesehen habe. Und jetzt war vor kurzem, war ich mit dem Derek eben drinnen und da war eine Ausstellung, bitte in den Shownotes nachlesen, ich werde den Prospekt reintun und die Fotos. Und das Ganze war so ein bisschen, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, er war recht kompliziert, ja. Aber es war so ein bisschen, du wurdest reingebeamt sozusagen in eine Welt eines indonesischen Dorfhauses, so, also okay. in die Richtung ist gegangen. Und das sind sehr große Hallen, man hat sich die Schuhe ausziehen müssen, und Eintritt war frei, und dann hat man reingehen können und gleich also diese Gebäude sind extrem groß, also sehr hoch, sehr, sehr breit, also so, soll ich sagen, wenn man sich vier Klassenzimmer in einem Quader vorstellt. Ja. Also das ist wirklich massig Platz. Und das war dann durch so eine Art Tarnzelt abgeteilt. Also du hast sozusagen gesehen, dass da jetzt so eine Struktur ist, wie so ein Dorfhaus auf so einer, wie ist das aus, wie du das vorstellst, wie in Südostasien läuft, dass sich so ein bisschen bücken müssen und dann kamst du
in dieses Zelt hinein und wurden dazu Geräusche bespielt und am Boden waren überall Sitzfälle und so Hängematten und also Holzrasseln und so. Also du warst plötzlich in einer ganz anderen Welt. Und das sehr Geile war, in einem von diesen Räumen waren lauter riesige Stoffsäcke, sackartige Strukturen aufgehängt, die mit so Sand gefüllt waren. Das heißt, das Ganze hat ausgeschaut, als hängen da riesige bunte Regentropfen. Okay. Und man hat so die Versuchung gehabt, mit dem Finger von unten in diesen Sack da, diesen schwebenden Säcken hineinzustupfen und schauen, ob da jetzt irgendein Sand rausrieselt. Aber die haben Horror in jedes Angstschweiß in das Museum. Ja, und die haben auch sehr, sehr gebeten, dass man das nicht machen soll. Ich wollte unbedingt, ich habe mich dann zurückgehalten. Ich habe mir schon überlegt, ob ich nachts einbrechen soll mit dem Bleistift. Ich wollte wissen, ob da jetzt der Sand rausrinnt und so. Und die haben dann auch gesagt, ja, und wenn man laut schreit, dann fangen die zum Schwingen an und so. Und zwar, also manche sind dann Besucher, oder ich habe nicht genau kapiert, ob das Besucher waren oder Ausstellungsstücke, die sind da in Hängematten vor sich hingedöst, inmitten diesen schwebenden Tropfenstrukturen. Also es war alles sehr mystisch und sehr cool. Ja, also ich stelle einfach die Fotos in die Shownotes. Ja, diese Ausstellung wandert herum. Also sie ist jetzt nicht mehr dort, aber ich nehme an, man sieht sie woanders, aber du hast sehenswert. Sehenswert, ja. Ich habe noch eine Ausstellung, die habe ich mir noch nicht angeschaut, die hat nämlich noch nicht begonnen. Der Titel ist schon mal sehr nett, das ist die Wiener Wunderkammer. Das ist eigentlich eine Ausstellung vom Kunsthistorischen Museum. Jetzt gerade ist 200 Jahre TU, also Technische Universität Wien, und im Rahmen dessen wird diese Ausstellung in die TU transferiert, aber nur für einige Tage. Will eben zusammenbringen Kunst und Wissenschaft. Klingt vom Thema mal interessant. Diese Wunderkammer habe ich mir eh noch nicht angeschaut. Also gibt es zumindest seit 2013 im Kunsthistorischen Museum oder vom Kunsthistorischen Museum und ist in den nächsten Tagen eben im Technischen Museum jetzt dann zu sehen. Also wir sehen jetzt so Anfang November geht das los, Anfang November 2015. Haben wir auch einen Tipp? Ich habe noch den französischen Lustfilm. Ich habe dann nur Aliens. Oh, Aliens. Aliens. Also, ein Standardartikel, also seriöse österreichische Zeitung, mit dem Titel Vermutlich künstliches Objekt nähert sich von jenseits der Mondumlaufbahn. Okay. Also, man weiß wirklich nicht genau, wo das drum herkommt. Wahrscheinlich, es ist nur ein paar Meter groß, außerhalb der Mondumlaufbahn. Und von der Trajektorie her ist es relativ klar, dass es was Künstliches ist. Und wahrscheinlich wird es ein Überbleibsel sein von einer der ersten Mondmissionen. Aber Details weiß man eben noch nicht. Und das kann eben durch Beschleunigung vom Mond und von der Erde zu verzerrten Bahnen kommen, sodass so ein Objekt auch außerhalb der Mondumlaufbahn sein kann. Nicht? Also wir werden dann sehen, es wird auf die Erde stürzen, findet man dann auch das Datum in dem Artikel drinnen, wann das passieren wird, und dann wird man die Details wissen, was da jetzt runtergekommen ist. Falls es nicht abstürzt, dann kann es anscheinend sich selbst steuern. Vielleicht ist es auch einer dieser, haben wir nicht diese wir begrüßen Aliens Kapseln in den Weltraum geschossen, wo nach drinnen Voyager 2 war eine goldene Scheibe. Nein, auch in Realita hat es gegeben. Ja, oh ja, doch. Ich glaube, also man müsste es recherchieren. Ich weiß nicht, es gibt eine Weltraum, wir begrüßen die Aliens Kapsel, die im Weltall, ich weiß nicht, Umlaufbahn oder so schwirrt, wo auch Aufnahmen von Mozart drauf ist, um so Kulturgut der Menschheit zu vermitteln. Und auch eine Ansprache, weil das damals. Das ist Voyager. Das ist die goldene Scheibe auf der Voyager. Der Waldheim. Das ist Voyager. Das ist wirklich Voyager. Das ist eine Raumsonde und die hat eine goldene Scheibe. Na bitte, bitte ist das aufgeschlüsselt. Voyager. Wenn der jetzt wieder zurückgekommen wäre, das wäre eine Überraschung. Oder Voyager 2. Oder Voyager 2. Interessant wäre es, wenn Voyager 6 zurückkäme. Ja. Oh je. Also Voyager. Oh, es ist... Wer es nicht weiß, das ist aus Star Trek, der Film. Da ist Voyager 6, die zur Erde zurückkommt mit den Wahlgeräuschen. Ja, irgendjemand hat was wohl mit Velomobil im Titanpad reingeschrieben. Ja. Was genau hat er geschrieben? Und wie war denn das? Er will ein regelmäßiges Velo, genau. Velo-Podcast. Also das erste war eben, nachdem Holger als seine Fahrräder verkauft hatte und NSV. Holger? Genau, Holger Klein, darum gibt es auch einen Podcaster, ein Deutscher, der relativ bekannt ist. Genau. Not safe, safe for work. Ja. Oder auch bekannt von seinem eigenen Kanal Vrind, wer redet, ist nicht tot. Und die haben übrigens vor 2 Wochen wieder eine Folge aufgenommen, NSFW, aber sie haben sie irgendwie nicht veröffentlicht.
Ah, ja, interessant. Ja, ich habe sie noch nicht gekriegt. Ich habe nur irgendwo mal mitbekommen, dass ihr beim Communication Camp, beim Chaos, genau dort. Da haben sie auch. Achso, und er hätte jetzt gerne einen Podcast. Genau, ich fände es super, wenn es eine wiederkehrende Rubrik Liegerad Trike Velomobil gäbe. Also schätze ich mal mit, genau, im Schrägstrich zu lesen. Und außerdem hat er angekündigt, in Österreich in Dornbirn findet ab 30.10. bis zum 1.11. ein Velomobil-Seminar statt. Mhm. Ja, das ist leider für mich zu... ein Seminar sogar. Ein Seminar, ja. Okay, für mich zu spät. Aber ich habe auch kein Velomobil. Ja, die Frage wurde schon vorhin gestellt, was ist ein Velomobil gegenüber einem anderen Fahrrad? Also ja, das war die, genau. Velomobile sind im Prinzip basierend auf Liegefahrrädern. Okay. Liegefahrräder kennt man ja, man liegt drin und entweder ist der Lenker unter einem oder vor einem. Gibt es weitere Ausführungen. Velomobile haben meistens vorne zwei Räder und hinten eins. Das sind drei Räder. Ist ein dreirädriges Liegerad, damit man nicht umkippen kann. Und zusätzlich haben halt dann die Velomobile eine komplette Verkleidung. Dann ist man richtig schön... Ist das ein Torpedo, liegst du da? Windschnittig, weil man sitzt in so einer Tropfenform sozusagen drin. Und kann dadurch richtig Gas geben und der Wind weht an einem vorbei ohne Verwirbelungen. Mhm. Weil diese ganzen Verwirbelungen sind das wirklich Bremsende, ja. Wie zum Beispiel in den Schleichen. Also trotzdem mehr Gewicht, was du mitschleppst, bist du dann im Endeffekt schneller, weil du weniger Luftwiderstand hast. Genau, der Luftwiderstand ist bei höheren Geschwindigkeiten nämlich der bremsende Faktor im Gegensatz zum Gewicht, was bei langsamen Geschwindigkeiten bremst. Und hat diese Verkleidung auch einen Schutz gegen Regen oder ist das nicht das Thema? Ja, das ist auch natürlich, kann man auch als Vorteil ansehen, ist jetzt aber für die meisten eher unerheblich. Okay, gegen Schnee ist es sehr praktisch, weil du kannst auch im Winter darin fahren, ohne dass du den Schnee abbekommst. Man muss nur halt entsprechende Reifen drauf haben. Dann, Winterreifen. Ja, Winterreifen, genau, weil die meisten ziehen sich lieber profillose Mäntel auf das Fahrrad auf, damit sie schneller sind, wenn sie auf Teer fahren, weil die haben keine weniger Reibung, keines falsch. Und beim Schnee braucht man allerdings schon einen ordentlichen Grip. Also ich habe es einmal probiert mit meinen Marathon-Racern. Die haben ganz, ganz wenig Profil. Durch Schnee zu fahren, das ist unmöglich. Also man kommt gar nicht vorwärts. Man braucht da schon Spikes, also Metall, damit man überhaupt noch vorwärts kommt. Und bei Velomobilen ist das natürlich auch so. Und das ist natürlich auch noch eine Sache, die bremst, weil nicht umsonst hat man Slicks, also kein Profil, damit man schneller ist. Und ein Velomobil hat die Verkleidung, damit man schneller ist, dann die Slicks, damit man noch schneller ist. Was sind Slicks? Kein Profil auf dem Mantel. Reifen. Und platzerte Reifen. Wie bitte? Jopp. Ja. Platzerte Reifen. Glatzert. Achso, glatzert. Ja, und im Winter braucht man halt doch wieder Profil und da hilft dann vielleicht das Velomobil nicht mehr für die höheren Geschwindigkeiten, aber ja, es ist ein bisschen wärmer innen drin. Allerdings im Sommer ist es auch angeblich da drin ziemlich warm, weil die Sonne drauf knallt und das ist keine so Lüftungsklappe, dass du so einen Durchzug machen kannst. Zumindest von dem Hersteller, wo ich mein Trike her habe, der hat auch die passende Verkleidung dafür. Er hat ein System drin, damit du die ganze Zeit Luft abbekommst im Gesicht. Das ist noch nicht so stark bremsen, aber du bekommst deinen Wind ab. Ja, es hilft ein wenig. Und hast du eine Art Stauraum in deiner Tropfenform? Also ich nehme an, einer Bierkiste geht sich nicht aus, aber kannst du irgendwie das, was man sonst auf diesen Fahrradtaschen hat, kannst du das irgendwie adäquat verstauen? Das ist überhaupt interessant. Der Hersteller, bei dem ich da das Fahrrad gekauft habe, der hat alles Mögliche. Du kannst nämlich nicht sagen, ich will jetzt sofort ein Velomobil haben, sondern ich möchte erstmal nur meine Räder verkleidet haben, damit die Verwirbelung nicht mehr stattfindet. Und dann bietet er zusätzlich auch einen Kofferraum für hinten an,
mit ziemlich viel Stauraum sogar eine Seite, sodass du du liegst ja und kannst zur Seite greifen. Und hinten hast du einen richtigen Kofferraum. Cool, ich weiß nicht, ob da ein Bierkasten reinpasst. Mhm, aber zumindest hast du einen vernünftigen Stauraum. Ja, und der ist nicht gerade klein. Mhm. Aber von der Form her dürfte ein Bierkasten gerade nicht gehen. Also die Bierflaschen haben Platz, aber der Kasten selbst nicht. Und als natürlich als letzte Iteration dann die Komplettverkleidung. Allein schon der Kofferraum ist eine ziemlich starke Verkleidung und es ist nur noch vorne ein Aufsatz, der da fehlt, damit man ein Velomobil hat. Cool. Ja, also ich hätte so ein Ding wahnsinnig gerne und sowas hätte mich jetzt auch interessiert, zu spät. Und ja, ich weiß nicht, eine Rubrik Velomobil, Trike und so weiter. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der darüber was reden kann. Du ziehst einfach wöchentlich eine Anekdote von deinem Fahrradausflug. Okay, ja, müsste ich mal überlegen. Fahrradsachen kann ich beisteuern. Stimmt, ja. Du solltest auch mal auf einen Trike umsteigen. Problem gelöst. Oder auf ein Zweirad. Ja, eine Anekdote habe ich dir mal erzählt. Moment. Ich bin mal so beim Friday Night Skating gefahren und dann von der Seite kommt dann plötzlich so ein Typ und sagt zu mir. Aber der ist nicht schlecht. Ja, genau. Bitte nachher in circa vor 2 oder 3 Podcasts. Ja. Und eine Anekdote, die ich wahrscheinlich noch nicht erzählt habe, ich habe letztens nach der letzten Fahrradtour bemerkt, dass ich die ganze Zeit mit angezogener Handbremse gefahren bin. Hat ihr auch schon erzählt? Verdammt, da muss ich nochmal. Das muss früher gewesen sein. 2 davor, 2, 2, 6. Okay. Mhm. Referenzieren uns selbst. Das ist super, ich werde nur noch so podcasten. Ja. Folge 1, 2, 3, 24. Ihr solltet auch mal auf die Geräte umsteigen. Das ist dann auch gleichzeitig für den Bauch ganz gut. Ja, ich müsste mal überhaupt auf ein Fahrrad umsteigen, glaube ich. Ich bin zurzeit noch ein rassiger Fußgänger. So, machst du noch deinen französischen Film, glaubst du? Ich glaube, das passt auch noch. Wit, scheint schnell. Ja, also ich habe mir Geld dafür gezahlt, um eine Korsika-Werbung im Kino zu sehen. Namens Der Vater meiner Freundin geht es darum, dass ich einen Werbefilm über die Schönheiten Korsikas reingedruckt bekommen habe. Mit ganz einer Mogelpackung. Ich habe nämlich gedacht, oh, das ist ein erotisches Abenteuer. Und fairerweise muss man dazu sagen, der französische Film, das hat auch wirklich eine kleine Erotikszene gegeben, aber das Ganze ist mehr so ein französischer Liebesfilm oder eine französische Sommerkomödie, kann man sagen, die bekanntlich davon handeln, dass Franzosen, dafür liebe ich sehr, haben nicht Probleme, wie wir anderen Rest-Nicht-Franzosen, wie arbeiten oder Sinn des Lebens suchen, sondern die machen sich ihre Probleme selbst. Wer liebt wem und sagt es wem nicht. Damit sind sie voll ausgelastet. Ja. Und genau darum geht es auch. Wie viel Handlung darf ich erzählen, ohne dass du Spoiler-Alarm schreist? Sonst erzähle ich alles. Ja, nein, erzähl nicht alles. Den Twist vielleicht weglassen. Den Twist. Und das Ende auch. Okay. Mhm. Okay, gut. Also worum geht's? Zwei eher ältere Väter sind beide irgendwie in Scheidung begriffen oder schon geschieden und machen mit ihren heranwachsenden Töchtern, so 17, 18, einen Urlaub in Korsika, so das Setting. Und was machen die Töchter dort? Also einerseits sind sie schon irgendwie grundgenervt, dass sie da mit den ältlichen Papis da Urlaub machen müssen, anstatt irgendwo in cooleren Locations abzuhängen. Zweitens sind sie genervt, dass in den Bergen Korsikas kein Handyempfang ist und so, dass alles für sie sehr dritte Welt ist. Und und man weiß nicht, aus Langeweile oder einfach nur, weil der Drehbuchschreiber das lustig gefunden hat, verliebt sich die eine 17-Jährige in den Vater ihrer besten Freundin, der 45 ist. Oh, von der Titel, ja, ja. Man sieht es auch, wenn man das Filmplakat sieht, checkt man sofort, worum es geht. Ne? Und daraus bezieht der Film ein bisschen seinen Witz. Dem ist das natürlich äußerst unangenehm, dass die sich da ihn so anbrät und so. Aber sie ist ja Französin, sie verführt ihn dann natürlich und macht das. Und damit können wir jetzt meinen, okay, das war's jetzt. Mhm. Aber jetzt geht der Film dann eigentlich erst richtig los. Und zwar das Lustige ist, dass es damit nicht getan ist. Der ist dann natürlich, dem ist das extrem peinlich und so und will, dass das überhaupt verschwiegen wird und so. Aber die
ist jetzt voll im Saft ihrer Emotionen und findet jetzt, sie sind jetzt ein Paar und jeder soll das wissen. Ja, genau, das ist der und treibt den halt in extremst peinlichen Situationen, weil vor seiner Tochter ist ihm das peinlich, die das natürlich sofort checkt und dementsprechend herumschmollt, und vor seinem besten Freund, mit dem er da den Urlaub gemeinsam macht, ist ihm das noch peinlicher, und irgendwie schafft es dann halt die 17-Jährige auf diese Distanz zu halten, und die weint sich dann aus bei ihrem Vater, dass sie jemand unglücklich gemacht hat, und der Vater ist halt, er möchte jetzt also der super Vater sein, weil er eh keine Probleme hat, und er steigert sich in so Rachefantasien rein. Was? Ein älterer Mann hat meine Töchterchen unglücklich gemacht, den bringe ich um, und er treibt sich auch in Korsika mit so wildschweinschießenden, Schrotflinten tragenden Bergkorsen herum, die also haben mich sehr an den Comic Asterix und die Korsen erinnert. Ja, und auch die Franzose. Nicht so viel. Ja, Franzosen sind ja nicht so ganz Franzosen, sind also ein bisschen eigenständig. Ich meine, Asterix ist ein französisches Comic. Ja, eh klar, ja, aber sie machen sich auch sehr liebevoll über Korsika lustig, halt über diese Mentalität. Und das Schöne ist halt, und daraus schöpft der Film jetzt sozusagen die ganze Komik, dass der, wie soll man so sagen, der Vater, der da verführt wurde oder halt sie verführt hat, dem ist das nicht nur so peinlich, sondern er versucht auch die ganze Zeit rein am Tisch zu machen mit seinem besten Freund. Also es kommt zwar ganz kurz vor, dass er auch weiß, dass das jetzt irgendwie illegal ist, weil die noch nicht 18 war, aber das ist wirklich nur Quantity negligible. Das Schlimme ist, dass er seinen Freund da jetzt ständig belügt, und weil das ist ja sein Freund. Und jetzt möchte er halt das dem sagen und wartet halt den richtigen Moment ab. Und immer wenn er es ihm halt sagen muss, man sieht so, wie er sich das auf Mut nimmt und dann so mit tiefschürfendem Blick auf ihn zugeht, ist der Freund halt wieder mit irgendeiner anderen Wahnsinnstat beschäftigt, und er kann nicht. Also, ja, genau. Und das hält halt den also Film am Leben. Es ist eine Komödie, weil es hätte ja auch bei den französischen Sachets gehen, auch schnell in die problematische Dreiecksbeziehung kommen. Das ist deutlich auf der lustigen Seite. Das ist eher auf der lustigen Seite, obwohl das Grundsetting jetzt für unsere Verhältnisse nicht so super lustig ist. Und ich nehme an, in Amerika wäre der Film gar nicht erst gedreht worden, wenn die Drehbuchidee eingereicht worden wäre, weil die halt doch eher Brüder sind, aber es hat eine gewisse Komik. Und während er halt die ganze Zeit halt nicht rein an den Tisch macht, also pubertiert die 17-Jährige natürlich noch fleißig weiter und dreht immer ein bisschen mehr an der Stellschraube, um das ärger zu machen. Das sind und, ja, relativ hochkarätig besetzt, oder? Sehr hochkarätig den besetzt. Den einen kennt man von von dem Film, wo er den Rollstuhlfahrer spielt. Beste Freunde oder so. Ja, so. Und der spielt auch sehr gut. Also der spielt diesen wütenden Vater, der da jetzt... Genau, richtig. Den anderen Vater könnte man kennen, glaube ich, der hat mal einen James Bond Bösewicht gespielt in Quantum Trost, warum ich genau das referenziere, weiß ich nicht. Den habe ich jetzt nicht erkannt. Aber der ist auf jeden Fall ein... Also im Prinzip ist ein Kammerspiel mit vier Personen und diversen Wildschweinen und Statisten. Jedenfalls die zwei älteren Herren, die kennt man. Ja, und ja, daraus schöpft sich eigentlich die also Komik. Also dich hat es amüsiert. Hast du Französisch auf Deutsch gesehen? Oder? Ja, Französisch mit deutschen Untertiteln, wird aber auch auf Deutsch funktionieren. Also im Votivkino war es. Okay. Ja, cool. Und ich wollte einfach einmal Französisch hören. Und, sehr gut. Und sonst kommen halt so diverse, wie soll ich sagen, Drehbuchschreiber-Fantasien, dass du jetzt als älterer Mann von einer 17-Jährigen verführt wirst. Das schaut man sich gerne an. Aber das spielt jetzt nicht die Hauptrolle, sondern das ist eher so die Einleitung. Alles klar. Ja, und sonst siehst du sehr viele gezoomte Zeitlupenaufnahmen von korsischen Bergen und was du da also alles gemeint, das Canyon ist und dann am Strand. Vielleicht der Touristikverband noch damit gezahlt. Na, die Franzosen, wirklich Hut ab, Chapeau, die schaffen das, dass du für die französische Touristikwerbung Geld zahlst, weil du auf ein sexy Kino Plakat reinfasst. Ja. Also, das ist ja wie bei diesen europäischen Woody Allen-Filmen, die in Europa gedreht worden sind. Nein, aber ist okay. Da merkt man es auch ein bisschen. Gut. So, Leute. Ich hätte noch eine Abschlussüberraschung. Das längste Thema? Ein Buch. Nein, das rechnet sich relativ kurz. Es ist ein Buch, da steht drauf Free Software, Free Society von einem gewissen Richard Stallman. Wer ist das? Wer ist das noch? Ja, ich stelle mich ganz stumm mal. Und zwar, ich habe jetzt relativ viele Podcast-Episoden gehört und ich habe immer wieder gehört, dass der Horst dann gesagt hat, und warum mache ich das eigentlich? Oder man fragt sich schon, warum ich das eigentlich mache, diese ganze Geschichte. Und ich habe aber auch immer wieder gehört, dass der Horst den Stallman verteidigt hat oder zumindest von ihm berichtet hat. Und ich bin halt auch so ein bisschen auf der Ecke. Und ich habe mir gedacht, jetzt ist das eigentlich eine gute Idee. Jetzt
biege ich das mit dem Buch so hin. Ich schenke dir dieses Buch, Horst, und da drinnen bedanke ich mich für die vielen Podcast-Episoden, die du gemacht hast. Bist du? Und das Lustige ist, dieses Buch hat eine Vorgeschichte. Ich habe das nämlich nicht in einer Buchhandlung gekauft, sondern ich habe das beim Richard Stallman gekauft. Das ist Schatzlied. Der hat einen Vortrag gehalten in der TU. Mhm. Und da hat er am Schluss ein Buch versteigert, nämlich dieses Buch. Ah. Das heißt, du warst damals mit. Da haben wir ich war damals dort oben. Wir kannten uns noch nicht. Und du warst der, der das... Ich habe das Buch ersteigert. Das war so ziemlich das erste Geld, was ich mit meiner eigenen Firma verdient habe, mit Fire Software. Bist du der? Und daher ist es auch vom Richard Stallman handsigniert. Und er bedankt sich bei mir und ich bedanke mich da bei dir und damit bedankt sich er bei dir. Na bitte. Danke, Stefan, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja jetzt das erste Mal, dass der Podcast wirklich was bringt. Noch eine Sache. Da steht jetzt Happy Hacking and thanks Stefan, Rich Wallmann. Herzlichen Dank für viele, viele Bierdorfer-Episoden an Horst. Wahnsinn, das ist wirklich sehr süß. Danke, Stefan. Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen, weil die ist auch top aktuell. Das Vorwort ist von... Diesmal vor. Vorwort bei Lawrence Lessig. Wem das nicht sagt, das ist der Erfinder der Lizenz, der Creative Commons. Ah, okay. Und angehender Präsidentschaftskandidat und er ist zurückgetreten. Er möchte nicht mehr Präsidentschaftskandidat sein. Von USA oder? Ja, genau. Weil er so ein bisschen rausgeekelt worden ist, bezeichne ich es jetzt mal. Also richtig schön unschön ist es dazu gegangen. Leider nicht, nichts draus geworden. Ja, wollte ich nur dazu sagen, weil das Vorwort von ihm stammt. Und ich habe jetzt ganz dumm die Frage gestellt, wer ist Richard Stallman? Und habe gehofft, ich bekomme eine Antwort darauf. Nein. Soll ich jetzt die Antwort wenigstens rausgeben? Ja. Der hat das GNU erfunden. Genau. Er hat Emacs erfunden und nachdem ihr auch einmal schon geredet habt über die religiösen Aspekte rund um den Richard Stallman, er hat auch einen entsprechenden Spitznamen, er ist der St. Ignatius. Und das sollte man vielleicht dazu sagen, er hat, ist sozusagen nicht nur der Großvater von Linux, sondern er hat die freie Software erfunden, nämlich indem er sie verjuristiziert hat, indem er die GNU-Lizenz gemacht hat, auf der Linux und alles, was wir an freier Software genießen, beruht. Ich kann sehr empfehlen, also ich habe dieses, danke für das Buch, das habe ich noch nicht gelesen. Ich habe gelesen, nach Jahren als Open Source und Linux User, Free as Freedom 2.0, kann man sich auch gratis downloaden. Und das hat mir sehr die Augen geöffnet, also warum ich das mache und die ideologische Sache begründet. Es ist praktisch eine Autobiografie über Stallman, wobei er sich dann sehr, nicht gestritten, aber der arme Autor, der über ihn schreiben wollte, wurde sehr viel von ihm selbst korrigiert. Danke, Stefan, wirklich voll lernend. Also ich werde das lesen zum Abschluss, und gleich geschenkt. Also, ne? Nächste Woche gibt es dann Inhaltsangabe. Ich hätte gerne eine Tradition, dass mir jede Woche einer ausstellt. Ich nehme auch Geld. Und ja, ist Aufmerksamkeit. Na super. Ja, schön und überhaupt, hurra. Und meine Terminankündigungen, was? Nein, deine Rollenspiele. Ach nein. Ah, ja, stimmt. Next time. In einem Jahr. Genau, richtig. Terminankündigungen? Haben wir eh schon am Anfang gebracht, weißt du, ja, das ist die nächsten zwei Wochen. Also bitte Shownotes und Google Plus. Gut schauen, wir könnten statt am Dienstag am Montag. Genau. Besprechen sollten wir das jetzt noch. Untereinander. Okay. Wir entlassen die Hörer. Dankeschön. Schön war's. Tschüss. Bis dann.